Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Guten Morgen oder so? Ja, ich glaube schon. Ja. Es kommt davon, dass du ein Kind hast und ich mir weiß, welche Tageszeit ist. Der Matthias, der schon große Kinder hat. Morgen! Und ich bin der René, der auch in der Tageszeit manchmal etwas verwirrt ist. Oh Gott. Ja, heute haben wir eine reguläre Folge und wir haben uns das Thema... Wo ist der Gast? Crickets. Okay, wir müssen improvisieren. Wir machen heute keine Gastsendung, sondern dann nehmen wir... Was könnten wir denn machen? Plättchenlegespiele. Ich glaube, Matthias mag Plättchenlegespiele. Plättchenlegespiele finde ich geil. Ich bin auch noch dafür, dass wir noch einen englischen Begriff dafür verwenden, oder? Time Lane Game. Wir haben ja auch Worker Placement gemacht. Ja, einverstanden. Nein. Plättchenlegespiele. Das klingt schon so... Klingt schon aus. Alle Spiele durch. Wie Carcassonne. So, und jetzt sehe ich in unserem Ablaufplan, haben wir zum ersten Mal Werbung drin. Nein, nicht wirklich. Doch. Ist ja nur ein Safe-Pitch. Matthias und ich hatten ja zur Messe einen, Matthias hat ja diesen Adventskalender verkauft für Frosted Games. Ich weiß, dass er es jetzt nicht gerne hören wird, aber wir haben noch ein paar Wandkalender übrig, die ich ja gemacht habe. Da habe ich jetzt so eine kleine Webseite gemacht, wo man den jetzt auch noch kaufen kann. Falls es jemand nicht auf die Messe geschafft hat oder so und vielleicht doch noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Dieser Wandkalender kostet einen Zehner. 5 Euro Versand muss ich trotzdem leider nehmen. Aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der sich irgendwie über das Jahr an schönen, meist schönen Brettspielbildern erfreuen möchte. Ihr könnt den Kalender kaufen bei brettspiel-kalender.jimdo.com. Oh Gott, klingt jetzt kompliziert. Schreiben wir in die Shownotes. Wir schreiben es in die Shownotes. Ich wollte dafür jetzt nicht extra eine URL irgendwie registrieren und Geld dafür investieren. Aber wenn ihr den Kalender kauft, dann unterstützt ihr damit auch noch wieder die Bretterwisser weiter. Und ja, wie gesagt, ein paar haben wir noch. Genau. Wer einfach mal, wer Patreon, weil wegen dem Dauernbezahlen nicht machen möchte, und aber keinen Flatter zum Beispiel hat, kann darüber halt auch nochmal einen einmaligen kleinen Obolus für uns hinterlegen. Genau. Es geht im Moment nur PayPal-Zahlung. Falls jemand damit irgendwie Probleme hat, kann mich auch ruhig anschreiben. Wir finden auch eine andere Lösung. Genau. Und deine E-Mail-Adresse wäre dafür? arne@bretterwisser.de. Dann kommt das direkt zu mir, weil ich habe das jetzt übernommen. Ja. Oder ich habe einen großen Karton hier stehen mit Kalendern. Du hast das vor allem übernommen, weil du natürlich der brave, du handelst ja unsere gesamte finanzielle Seite von den Bretterwissern. Du bist unser CFO. CFO, Chief Finance Officer oder was? Chief Financial Officer. Sehr gut, klingt gut. Möchte ich jetzt neuen Titel haben hier. Ja, mach mal auf die Visitenkarte nichts mal drauf. Genau. Falls irgendwann deine mal alle sind. Die 500 Stück. Ja, genau. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich die noch loswerden würde, weil irgendwie wegschmeißen wäre auch schade, ja. Sind A3-Kalender und ja. Genau, du hast ja auch Bilder davon, da könnt ihr. Genau, auf der Webseite gibt es auch so eine Galerie, die da durchläuft, da kann man sich die Bilder angucken. Ich denke, ich habe das ganz einfach aufgesetzt. Mich hat auch das Aufsetzen der Seite nochmal interessiert, damit wir vielleicht irgendwann auch mal eine neue Webseite beim Bretterwisser kriegen. Muss ich das sehen, wie es auch. Das wird denn der Chief Software Officer oder was? Technical, CTO. Genau. Brettspiel-kalender.jimdo.com. Gut. Das war der Self-Shaming-Plug für die Bretterwisser. Lasst uns weitergehen. Ja. Genau, und dann gehen wir mit unserer Spielerunde weiter und da darf der Arne starten. Ja, jetzt wird es tumultig. Ich möchte über das Spiel Tumult Royale reden. Ich weiß gar nicht, Matthias, hattest du schon was darüber gesagt, nur nichts, aber geschrieben so ein bisschen, ne? Ich hatte ein bisschen was geschrieben in meiner Vorschau von dem Rostocker Presse-Event. Ist das neue Spiel von Klaus Teuber und Benjamin Teuber? Bitte? Ja, ich sagte ja. Vater und Sohn? Vater und Sohn, zweiter Sohn. Zweiter? Ach so, weiß ich gar nicht. Ich kenne die Familiengeschichte nicht. Es geht darum, irgendwie, ihr seid Adlige und ihr wollt in einer Landschaft irgendwelche Denkmäler aufstellen. Dafür müsst ihr
wir sollen jetzt ja nicht mehr so genau in die Regeldetails gehen. Dafür müsst ihr Waren beschaffen und dabei müsst ihr vorsichtig sein, dass ihr nicht zu viel kauft, weil wenn ihr zu viel, oder nicht kauft, sondern grapscht, sage ich jetzt mal, darauf komme ich gleich, wenn ihr zu viel Waren genommen habt, dann wird das Volk unruhig und ihr verliert Anhänger und Waren und das ist liebevoll formuliert, die Grafik macht es deutlich, das wird stinkesauer. Ja, genau. Ein Spiel sieht halt so aus, dass es irgendwie vor der Runde wird bestimmt, wie viel Waren von jeder Warensorte, es gibt 3 Stück, am Ende liegen bleiben müssen. Und dann gibt es eine Raubphase, dort werden Plättchen, das ist jetzt kein Plättchenlegespiel, sondern ein Plättchennehmespiel, würde ich sagen. Plättchen mit den Waren, mit den verschiedenen Warensorten umgedreht, hingelegt, durchgemischt, es werden eine bestimmte Anzahl entfernt, verdeckt. Und dann gibt es eine Sanduhr und da, keine Ahnung, 20 Sekunden, ziemlich kurz, rapschen dann alle gleichzeitig nach diesen Waren. Es gibt halt Plättchen, wo halt eine Ware, 2 Waren, 3 Waren drauf sind. Die werden dann halt, die legt ihr euch dann auf euren Spielplan. Dann wird geguckt, also mit den restlichen Waren, die nachdem die Zeit abgelaufen ist, wird geguckt, wie viele Waren, ob noch genügend Waren da sind. Also da darf so zwischen 2 und 5 variieren. Da gibt es halt so eine Drehscheibe, die das vorher bestimmt. Wenn genug Waren noch da sind für das Volk quasi, passiert eigentlich nichts. Wenn zu wenig Waren da sind, dann wird der gierigste Spieler bestraft, indem er irgendwie das teuerste Warenplättchen abgeben muss und ein paar Anhänger verliert. Anhänger sind nicht so ganz unwichtig. Und danach können dann Statuen aufgestellt werden. Es gibt verschiedene Regionen, wo halt eine Statue draufkommt, bis zu 3 Statuen, die man auf diesen Plan, auf den gemeinschaftlichen Plan irgendwie aufbaut. Mit diesen Waren, wenn man die Waren oder die Statuen überbezahlt, dann kriegt man auch noch ein paar Anhänger, weil man ja viel für das Volk getan hat und so weiter. Ja, und dann geht nach der Runde wird noch festgelegt, wer neuer König wird. Wer König ist, darf ein oder 2 Statuen mehr irgendwie loswerden. Und am Ende ist der Gewinner, der die meisten Statuen auf dem Plan oder der die wenigsten Statuen auf seinem Brett noch stehen hat. So ist, glaube ich, die. Oder? Das Schöne ist halt, das Spiel kann vorzeitig enden. Ja, genau, das Ende ist halt, kann halt frühzeitig enden, muss aber nicht. Das möchte ich jetzt auch schon als Erklärung lassen. Es hat mich überrascht, muss ich sagen. Das letzte Klaus-Täuber-Spiel, was ich gespielt habe, war dieses Norderwind, was so ein bisschen ja nur ein Remix war. Ja. Aber dieses Tumult Royale scheint so ein bisschen Überraschung zu sein, habe ich das Gefühl, weil es wirklich sehr anders ist. Es hat so eine Planungselement, aber dann hat es auch dieses hektische Echtzeitelement. Es ist von den Regeln eigentlich sehr einfach. Also ja, und vielleicht war es auch so, dass niemand mehr irgendwie, oh Gott, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, von Klaus Täuber jetzt mehr so ein frisches Spiel erwartet hat. Aber das ist es jetzt irgendwie. Das sehe ich auch so. Also vor allem halt diese 20 Sekunden Tumult, den man da hat, ja. Wenn alle da wie wild grapschen und man auf der einen Seite gucken will, möglichst viel zu bekommen, damit man möglichst viel bauen kann, auf der anderen Seite nicht zu viel, damit man das nicht alles abgeben muss. Das finde ich total toll, also das macht viel Spaß. Ich meine, das Problem ist, nach diesen 20 Sekunden ist erstmal wieder ein bisschen Handling, aber diese 20 Sekunden entschädigen dafür völlig, also die sind total gut. Ja, hat mir gut gefallen, vielleicht auch, weil ich keine Erwartungen irgendwie an das Spiel hatte. Also Matthias war ja in Rostov bei dem Presseevent und meinte, hier, das musst du spielen, das ist was für dich. Und ja, ich stimme dem voll zu. Ja, also ich würde es auch spielen, immer wieder, da hatte ich echt Freude dran. Schönes Familienspiel, 2 bis 4 Spieler. Auch dieser Plan, wo seine Statuen irgendwie so aufgereiht sind, ist irgendwie sehr nett. Ja, man hat so, jeder hat so ein Brett, das sieht aus wie so eine Burg und unten sind so Felder ausgelassen, wo man diese kleinen, das sind so halbe Miepel, sage ich mal, reinstellt und dann sind die da so aufgereiht, haben so einen festen Platz, rutschen nicht über den Tisch. Das haben sie schon ganz gut ausgedacht. Es gibt leider kein Tiefziehteil in der Schachtel, was irgendwie so ein bisschen für Kosmos untypisch ist, habe ich das Gefühl. Ja, nee, nicht unbedingt. Hatte mich gewundert. Das Spiel skaliert auch ganz gut mit der Spielerzahl, weil man diesen gemeinschaftlichen Plan, also zu zweit spielt man erst nur auf 2 Feldern, das erweitert sich dann im Spiel auf 4 und
wenn man mit 4 Spielern zum Beispiel spielt, fängt man, glaube ich, mit 4 an, oder? Weiß ich gar nicht. 4 und dann auf 5, 6? Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe nur zu viert gespielt. Der Schatz ist auch mit 4 und dann verweitert sich auf 6 oder 8. Genau, der Spielplan ist halt modular und ist halt an die Spielgruppe gut anpassbar. Was ich noch erwähnen möchte, es gibt zu dem Spiel eine App, eine Erklär-App, auch nicht mehr Professor Easy oder sowas, ich glaube, die heißt nur noch Kosmos Erklärt, die ist ziemlich gut, finde ich. Also die erklärt das Spiel, wie man es aufbauen muss, und dann kann man einfach das Tablet auf den Tisch legen für alle, wenn man keine Lust hat, das Ganze zu erklären. Und dann übernimmt die App das. Das Clevere ist, dass die App das auch an die Spielerzahl anpassen kann. Also wenn man sagt, ich spiele nur mit 2 Spielern, dann sagt es, wie man es für 2 Spieler aufzubauen hat. Wenn man sagt, wir spielen zu viert, dann sagt die App auch, wie man es zu viert. Also das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Und man kann sich jedes Element genau angucken. Also es ist halt so schön kapitelmäßig unterteilt. Und es sind auch keine Videos, das sind so Animationen, die da durchlaufen. Wirklich schöne Arbeit, und ich hoffe, da kommt noch mehr von Kosmos, weil ich habe das auch in meiner Spielegruppe gezeigt, da hat jemand auch gesagt, oh, das ist ja genau das, diese Regelerklärung oder Regellesen, das will ich immer nicht. Aber so diese App macht das wirklich sehr gut. Großes Lob. Ja. Großes Lob an die Autoren Klaus und Benjamin Teuber, Kosmos Verlag und die App-Produzenten. Sehr schön. Dann komme ich jetzt mal thematisch zu einem anderen Genre, aber erstaunlicherweise ein Spiel, weil ich dem Arne auch mal ans Herz legen würde. Das könnte auch was für ihn sein, und zwar Alte dunkle Dinge. Im Englischen Ancient Terrible Things, was noch cooler klingt als der deutsche Titel. Alte dunkle Dinge ist ein Würfelspiel, in dem wir uns als wagemutige oder dumme Abenteuer auf eine Flussfahrt begeben, um auf dieser Flussfahrt dunkle Geheimnisse, Schätze zu sammeln. Aber leider werden wir nicht alle diese Reise überleben, sondern nur einer. Das ist derjenige, der nachher die meisten alten Geheimnisse gesammelt hat. Die anderen werden leider sterben. Und der Gewinner kriegt als Belohnung, als Trophäe, ein zerschlissenes Tagebuch, was aber sofort danach, wenn er im Sanatorium landet, in den Ofen geworfen wird. Sehr schön. Also wir befinden uns in einer pulpigen Versionen des Lovecraft-Universums. Also es ist hier nicht alles ganz ernst zu nehmen. Es ist jetzt nicht auf lustig getrimmt. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo es halt nicht Lovecraft ist. Also es geht hier nicht um Cthulhu oder diesen ganzen Mythos, sondern ist wirklich so der Dschungel mit dem Fluss, wo ich mit dem Boot lang fahre. Und da sind es halt dann alte Pyramiden oder Sonstiges. Jeder übernimmt dabei die Rolle eines Charakters. Das kann der Abenteurer sein oder der Schatzjäger, die Erbin, die Journalistin oder der Kapitän. Und auf diesem Fluss gibt es verschiedene Orte, in die wir reisen können, an denen wir dann Begegnungen haben können. Und diese Begegnungen sind immer in der Art von Karten, die ich einsammeln möchte, weil diese Karten bringen mir Siegpunkte. Aber um diese Karte zu bekommen, muss ich würfeln. Und jetzt haben die im Endeffekt den Kniffel bzw. Jetzi-Mechanismus genommen. Auf den Karten sind jeweils Sachen, die ich erwürfeln muss. Zum Beispiel ein Pärchen mit dem Augenwert 2 oder höher. Oder ich muss 3 Würfel haben mit jeweils 3 oder höher. Oder ich muss eine Straße beginnend ab 1, 2, 3. Oder ich muss eine Straße beginnend mit 3, 4, 5. Aber es kann halt auch 4, 5, 6 sein. So sind die ganzen Abenteuerkarten aufgebaut. Da gibt es aufsteigende Schwierigkeiten. Am Anfang ist es halt ein Pärchen mit 2ern, aber nachher kann es auch ein Vierling sein mit 5ern, was die Wahrscheinlichkeit natürlich schwieriger macht, es zu erwürfeln. Und so reise ich quasi auf dem Fluss hin und her und versuche, diese Begegnung zu schaffen, um die Siegpunkte zu bekommen. Kann danach noch, wenn ich Geld habe, mir Gegenstände kaufen. Und ich kann verschiedene Marker einsammeln, die da einzig dazu dienen, die Wahrscheinlichkeiten für meinen Würfelwurf zu manipulieren. Also es gibt Marker, mit denen ich Sachen neu würfeln kann, einzelne würfeln. Weil normalerweise ist es so, ich habe auch wie bei Knibbel 3 Versuche zu würfeln, aber ich darf normalerweise keine Würfel zurücklegen. Ich muss also, wenn ich würfel, immer alle Würfel neu machen. Das kann ich halt 3-mal machen, aber durch bestimmte Marker kann ich halt sagen, ich würfel nur einen Würfel neu, der Rest bleibt liegen.
Ich kann mit anderen Markern, kann ich Handkarten ausspielen, die es mir erlauben, einen zusätzlichen Würfel zu würfeln oder einen Würfel auf eine beliebige Seite umzudrehen. Also wie gesagt, ich versuche Marker einzusammeln und da Gegenstände einzusammeln, die, mit denen ich die Wahrscheinlichkeit und meinen Würfelwurf so gut es geht zu manipulieren, um halt dann gerade die schwierigen Sachen erwürfeln zu können. Weil so ein Zwilling aus Zweiern ist relativ einfach zu erwürfeln, aber halt vier Fünfer zu erwürfeln, ist dann halt auch etwas schwieriger schon. Das Ganze spielt sich dann relativ flott, weil wie gesagt, wenn du dran bist, entscheidest du dich, welche Karte möchtest du versuchen zu lösen, würfelst dreimal, bis zu dreimal und hast dann entweder geschafft oder nicht. Das Spiel endet, wenn all diese Begegnungskarten abgehandelt sind oder aber, wenn die ganzen alten dunklen Dinge vom Spielplan sind. Die alten dunklen Dinge sind quasi die Strafmarker, die man bekommt, wenn man bei einer Aufgabe scheitert. Das sind wiederum Minuspunkte. Das Ganze ist angegeben mit einer Spielzeit von 60 Minuten. Zu zweit kannst du es auch locker in 30, 40 Minuten spielen, weil nachher die Zugreihenfolge relativ klar ist. Du würfelst, oder setzt deinen Marker hin, würfelst und darfst danach noch was kaufen. Das geht dann flott hin und her. Die Interaktion unter den Spielern ist gering, aber dennoch vorhanden. Also einerseits kann ich mit bestimmten Handkarten kann ich sagen, ich klau bei dem Mitspieler irgendwas oder ich zwinge meinen Mitspieler Marker abzulegen. Aber genauso kann ich auch versuchen, meinem Mitspieler Aufträge oder Aufgaben wegzunehmen, die er vielleicht gerne machen möchte. Weil es kann sein, dass er besonders Wert auf irgendeine bestimmte Art von Begegnungskarten hat, weil er dafür durch Bonuspunkte bekommt. Also kann ich versuchen, ihm diese wegzuschnappen und so weiter. Also es klingt erstmal sehr einfach nach einem einfachen Kniffel-Klon, aber gerade durch diese Marker und diese Auswahl an, was mache ich denn, welche Aufgabe ist die einfachere, aber welche Aufgabe möchte auch der andere erledigen, sehr gut rüberkommen und dadurch sehr viel Tiefgang an manchen Stellen hat, weil ich mich wirklich bei jedem Zug entscheiden muss, was mache ich tatsächlich jetzt? Mache ich dies oder mache ich das? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es schaffe, aber da ist die Belohnung auch größer. Also ich habe jede Runde neue Entscheidungen zu treffen und wie gesagt, spielt sich relativ zügig. Also klingt wie eine kompetitive Variante von das ältere Zeichen? Ja, wobei das ältere Zeichen nicht so flott sich spielt. Du hast ja auch ähnlich, du musst auch würfeln und dann Symbole ablegen. Mhm. Aber das zieht sich unglaublich. Und hier hast du jetzt wirklich nur Zahlenwürfel. Du würfelst und guckst, hast du ein Drilling oder hast du eine Straße gewürfelt? Also du hast wirklich dieses alte Kniffel-Mechanismus. Ne? Du guckst drauf und weißt eigentlich sofort, ist das, was du brauchst vom Wurf her. Ne? Und ist dadurch deutlich schneller. Ich war ja in Essen kurz davor, es zu kaufen, und dann hast du das irgendwie gekauft, und ich gedacht, ach, warte mal, was René sagt. Nee, also ich würde es, also Leute, die so Würfelspiele mögen und auch diesen Kniffelmechanismus was abgewinnen können. Und bei dem Thema muss man echt sagen, das Thema ist jetzt wirklich zweitrangig hierbei. Es ist einfach nett, es ist witzig gemacht, es hat halt diesen ja Lovecraftschen Horror dabei ein bisschen, aber es ist die Grafik ist so eine ja sehr eigenständige comicartige Grafik und es ist jetzt kein Horrorspiel, ne? Ja, also man muss halt nicht diese Fantasy Flight Cthulhu Grafik, sage ich mal, ne? Genau, also es ist nicht so detailliert und nicht so realistisch gezeichnet, es ist mehr so Comic, wie gesagt, dieses palpige. Ich glaube, auf dem englischen Original steht auch drauf Pulp Horror Dice Game oder sowas. Ja, wie gesagt, ich kann es eigentlich jedem empfehlen und wie gesagt, Horror, es wird sich keiner gruseln, es sind keine Monster groß abgebildet, es sind ein, zwei Karten, es sind irgendwelche Wesen drauf abgebildet, aber wie gesagt, es ist diese Comic-Grafik, darauf kann man sich eigentlich gut einlassen. Das ist ja auch in der blauen Linie von Feuerland, um anzudeuten, dass es ein leichtes Spiel ist. Genau. Es hat mich auch gewundert erstmal, dass das Feuerland so ein Spiel rausbringt, es war ja ein ehemaliges Kickstarter-Projekt. Und ja, aber das ist ganz nett und kann ich eigentlich, wie auch jedem Würfelspieler, empfehlen. Da kommt natürlich gleich die Frage auf, wir haben ja noch ein anderes kniffelähnliches Spiel, was jetzt in Essen rausgekommen ist, nämlich das Gipfelstürmer. Kannst du dazu einen Vergleich ziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee.
Gipfelstürmer habe ich mir nicht angeguckt. Wir sollten mal eine Top 10 über Würfelspiele machen. Das ist ja ein genialer Plan, stimmt. Okay. Noch kurz die Eckdaten. Ja. Das ist Verlag Feuerlandspiele. Der Autor ist Simon McGregor. Und die Illustrationen sind von Robert van Zyl. Verdammt, du bist gemein. Ich überleg's mir jetzt echt, aber. Guck's dir mal an. Ja, ich glaube. Da ist auch ein Klaus Kinski mit drin. In der deutschen Ausgabe. Ja, ja. Da als großes, altes. Da ist halt eine extra Karte drin, wo Klaus Kinski abgebildet ist, ja. Hab ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal durchgucken. Gut, dann darf ich jetzt was vorstellen und ich gönne mir jetzt wieder einen etwas größeren Verlag, nämlich wieder Kosmos und ich wollte ein bisschen über Steamtime reden. Das habe ich nämlich auch in Rostov gespielt auf dem Presseevent und da war ich noch nicht so ganz überzeugt, weil ich feststellen musste, dass im Nachhinein, wenn man dann zu Hause ist und dann die Anleitung liest, dass da so zwei, drei Kleinigkeiten vergessen wurden zu erklären. Nun ist das natürlich ein Bubu ganz böse, wenn man Anleitung nicht selber liest, sondern von Redakteuren erklärt bekommt und die ganzen Regeln nicht mehr hundertprozentig im Kopf haben. Aber bevor ich mich jetzt darüber auslasse, denke ich lieber daran, dass der Andreas Mucker garantiert irgendwie sich darüber auslachen wird, dass mir genau dasselbe passiert ist, als wir in Mallorca waren und ich euch ein Spiel erklären musste von mir. Von da aus gesehen lasse ich das lieber und sage, das ist alles nur zu menschlich und ich bin froh, dass ich nochmal mit den vollen Regeln gespielt habe und weil da entwickelt das Spiel, finde ich, nochmal einen ganz, ganz eigenen Reiz. Worum geht's? Wir haben ein wunderschönes Zeitreisethema mit Steampunk. Jeder hat so ein paar drei Holz-U-Boote. Sollen Zeppeline sein, wenn man sie richtig rum hinstellt, wenn man sie falsch rum hinstellt, sehen sie halt aus wie U-Boote. Was jetzt aber ziemlich egal ist, ob das jetzt U-Boote oder Zeppeline sind. Wir tauchen auf jeden Fall ein in einen Plan, wo ganz viele so Zeittunnel sind, also im Sinne von verschiedene Zeiten, die nacheinander ausgelegt sind. Und auf jeder Zeit sind so verschiedene Aktionen. Grundsätzlich nicht immer alle Aktionen, sondern immer nur je nachdem, ob wir zu 2, 3 oder 4 spielen, 2 bis 5 der Aktionen. Und man sucht sich halt eine aus, wie bei einem schönen Worker Placement, was besetzt ist, ist besetzt. Führt die Aktion aus, kriegt vielleicht noch einen Bonus, dann ist der nächste dran, pflanzt irgendwo rein. Und seine nächste Figur muss man halt in der Zeitlinie weiter vorangeschritten einsetzen, sodass man nicht mehr zurück kann. Was natürlich manchmal nervig ist, weil man manchmal möchte man auf derselben Zeitlinie 2 Aktionen machen, weil da ist dieses, man muss das vorher noch nehmen und dann muss man das, aber das kriegt man nicht mehr hin. Da ist so ein bisschen Zwang schon dabei, was sehr, sehr angenehm ist. Grob gesagt, worum geht's? Ich will jetzt die einzelnen Aktionen auch nicht ausführen. Man macht halt, nimmt sich halt irgendwelche Karten, die Siegpunkte am Ende wert sind, oder man nimmt sich Karten, die sofort einem irgendwelche Boni geben. Man holt sich ganz viele Kristalle und man kriegt Bonuskristalle und man befreundet sich mit irgendwelchen Personen an, ich glaube, das heißt Begegnungen, und kriegt von denen irgendwelche Bonus hinten reingeschoben und so. Das ist alles eigentlich relativ einfach gestaltet und wenn man die 6 Aktionen begriffen hat, dann ist das Spielfeld auch nicht mehr überwältigend, wo man denkt, boah, was sieht denn hier alles ab? Und dann stellt man fest, das ist eigentlich alles schön sauber sortiert, weil die Aktion ist immer in der Spalte, die Aktion ist immer in der Spalte und die Aktion ist immer in der Spalte. Ja, und dann versucht man einfach, möglichst viele Siegpunkte zu sammeln, mal was ganz Schnödes, was bei einem Worker-Placement-Spiel auch selten passiert. Wobei das sehr angenehm ist, haben wir festgestellt, also man kann wirklich, also die eine ganz einfache Strategie ist, ich versuche möglichst viel Dampf zu sammeln. Dampf ist halt auch so eine Art Währung, soll ja nicht umsonst Steamtime heißen, mit dem man unter anderem Kristalle umfärben kann. Und dann versuche ich, dieses Dampf dafür auszugeben, dass, wenn ich Startspieler werde, kann ich nämlich Dampf ausgeben für Siegpunkte. Oder für einen Bonuskristall, so ein Timekristall. Also das ist so eine ganz offensichtliche Kombination. Ich gehe auf Dampf und auf Dampf und auf Dampf und dann werde ich Startspieler und tausche den ganzen Dampf in Siegpunkte ein. Andere ganz offensichtliche Sache ist, ich versuche ganz viele von den grünen Siegpunktkarten zu nehmen, weil jedes Mal, wenn ich eine grüne Siegpunktkarte nehme, kriege ich zusätzlich Siegpunkte sofort, je nachdem, wie viele grüne Kristalle ich schon gesammelt habe. Und dann versuche ich ab und zu auch ein paar von denen vielleicht zu erfüllen, weil das auch nochmal ganz viele Siegpunkte am Ende des Spiels ergibt. Und dann habe ich neulich eine Methode probiert, die mir auch total viel Spaß gemacht hat. Und zwar, man versucht halt, Kristalle natürlich regelmäßig zu kaufen und die auch wieder auszugeben für Expeditionen. Und je nachdem, welche Expedition man nimmt, kriegt man ganz, ganz viele verschiedene Boni, also an Siegpunkten und an Dampf und an sonstigen Sachen und so.
Um jetzt den ganzen Zeitreiseaspekt noch einmal zusätzlich reinzubringen, gibt es nämlich ein Element auf dem eigenen Brett. Da kommt dann, da treibt man mit so einem Zeitstein vor und wenn der 5 Schritte gemacht hat, also einmal im Kreis gelaufen ist, dann kommt Miss Time und erlaubt einem eine Zusatzaktion frei beliebig irgendwo auf dem Brett, wo noch keiner steht. Miss Time? Frau Time. Also Miss Time. Miss Germany, ja? Ja, so wie Miss Germany, genau. Okay. Nur schöner, nämlich in rosa. Genau, und die erlaubt einem halt eine zusätzliche Aktion und da kann man dann sagen, super, ich mach mal dieses und dann kriege ich ja noch diesen zusätzlichen Schritt und dann kriege ich noch die Bonusaktion obendrauf und versucht auf diese Weise möglichst viele Bonusaktionen einzusammeln. Also da bieten sich tatsächlich verschiedene Strategien an und es macht relativ viel Spaß, die auch alle auszuloten. Und es funktioniert auch hervorragend, wenn man nicht zu viert ist, sondern nur zu zweit oder zu dritt. Steam Time, wie gesagt, für mich ist das erste Spiel hat halt nicht ausgereicht. Also da brauchte ich schon eine zweite und eine dritte Partie, um zu erleuchten, was da alles drin möglich ist. Und das ist halt ein wunderschönes Spiel. Das ist von Rüdiger Dorn. Auch bei Kosmos erschienen. Ich habe jetzt keinen blassen, wer der Grafiker war. Er hat ein bisschen viel Farbe aufgetragen. An dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an Michael, der das Spiel betreut hat. Ich habe mich gleich in Rostov darüber beschwert, dass die Siegpunktleiste bis 60 geht, statt bis 50. Und er hatte das begründet mit, sie hatten Testspiele, wo Leute über 150 Siegpunkte hatten. Und da liegt ja so ein Plättchen dabei, wenn man einmal über die 60 und nochmal über die 60 gegangen ist und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich trotzdem noch eine andere Lösung bevorzugt, weil über 150 Siegpunkte ist schon so ein bisschen so buh. Ich glaube, wir hatten noch kein Spiel, wo irgendjemand über 100 gekommen ist. Von da aus gesehen lasse ich das mal so offen stehen. Da hat die Redaktion natürlich mehr auf dem Tisch, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass es nicht bis 60 geht. Muss ich jetzt so stehen lassen. So. Für mich sieht es trotzdem verwirrend aus. Es sieht verwirrend aus, weil du es nicht gespielt hast. Das kannst sogar du spielen. Das überfordert dich in keinster Weise. Ja, das Problem ist nur, wenn denn schon sowas aus so verwirrend. Ja, das klingt jetzt auch irgendwie blöd, aber ich habe dann da keine Lust drauf, weißt du? Wenn ich jetzt so mir alte dunkle Dinge zum Beispiel angucke, denke ich mir, oh, das ist ja genau, das sieht cool aus. Aber die Steam-Time sieht einfach nur poppig. Wie ist denn das mit diesem Zeitreise-Thema? Merkt man das irgendwas von? Also hat das irgendwie was Zeitreisemäßiges, außer hier Miss Time? Außer Miss Time, nein. Also ehrlich gesagt, also so richtig so Zeitreise-Feeling kam für mich jetzt auch nicht wirklich auf. Mhm. Das hat mich jetzt aber weniger gestört, weil das Steam-Thema halt sehr gut durchkommt. Mit den ganzen Kristallen und dem Dampf und den ganzen Sachen. Also das ist mehr Steam als Time. Okay. Aber du hast halt trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ich reise noch mal kurz zurück mit Miss Time, wenn ich mir das erarbeitet habe, wenn ich das verdient habe. So ein bisschen Zeitreise ist halt theoretisch drin. Und die ganzen Begegnungen, die du hast, das sind ja auch irgendwelche berühmte Persönlichkeiten aus der Zeit. Was ich noch erwähnen möchte, in dem Spiel selber liegen gleich zwei Module dabei. Man sollte das erste Spiel definitiv ohne die Module machen. Das eine Modul ist so ein Saboteur-Modul, wo man es den anderen schwerer macht. Bin ich kein großer Freund von. Und das zweite Modul ist eins, wo du zusätzliche Helfer hast, die verschiedene Strategien unterstützen. Und das finde ich total super, weil das echt, echt hilft. Um für Leute, die halt ein bisschen das noch nicht so spielen, gut reinzukommen und Leute, die es gut können, das noch ein bisschen weiter auszubauen. Also große Empfehlung ab dem zweiten Spiel, bitte mit dem zweiten Modul spielen. Ansonsten, ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn ich dich dazu überredet bekomme, du noch andere Leute in deiner Gruppe überreden müsstest. Also das wird es wahrscheinlich nicht leichter machen. Nee, da kommt in so ein Tumult Royale halt einfach besser an. Vom Thema halt auch schon mal besser durch. Ja. Gut. Ja, also nochmal Steam Time, Rüdiger Dorn, Kosmos, Grafiker leider vergessen, sorry. Super schönes Spiel. Aber es gibt für jeden ja das passende Spiel, ne? Genau. Dann kommen wir mal zur passenden Frage der Woche. Ja, und zu den passenden Spieletischen. Der Oliver hat uns, ich glaube, eine E-Mail geschrieben. Er hat gefragt, wie groß unsere Spieletische sind und ob da alle Spiele problemlos drauf passen. Also er meint zum Beispiel Arkham Horror plus Erweiterung oder Twilight Imperium, dritte Edition als 5er oder 6er Runde und ob das zu Problemen führt und wie wir uns da behelfen. Ich muss mal überlegen, manchmal wird es schon ein bisschen knapp. Ich habe irgendwo bei uns in der Waschküche, die irgendwie angrenzend zur Küche ist, so einen Tapetiertisch. Dort werden dann meistens die Süßigkeiten und Getränke geparkt. Dann hat man nochmal wieder Platz auf dem Spieltisch. Wir haben nur, ich weiß gar nicht, wie groß. Matthias hat hier vorhin seinen Tisch nur ausgemessen, habe ich gehört.
ich glaube, 1,20 Meter mal irgendwie 80, also so einen kleinen Küchentisch haben wir. Also wir spielen halt meistens in der Küche und tja. Manchmal wird es problematisch, aber da ich ja nicht diese großen ausladenden Spiele, diese Arkham Horror oder was halt schon irgendwie ein Spielbrett von 1,30 Meter hat oder sowas, nicht selten spiele, komme ich meistens nicht in das Problem. Obwohl ich jetzt gehört habe, dass Machikoro mit Erweiterung auch ein ziemlicher Platzfresser sein soll. Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren die nächsten Tage. Was ist mit Mega Civilization? Hast du das nicht auf der Messe gekauft? Ich hab dich das tragen sehen. Nee, ich wollte ja keine Hypothek fürs Haus aufnehmen. Ja, wobei, ich glaube, du bist jetzt auch nicht der Typ, der Arkham Horror mit den Erweiterungen oder Twilight Imperium Third Edition spielt. Also die Frage würde mich auch eher bei René interessieren. Früher hatte ich mal dieses Railroad Tycoon. Gott, das Ding ist auch riesig. Das passt bei uns ja auch nicht auf den Tisch. Es hat ein Riesenbrett gehabt. Ja, so ein großes Spielbrett hatte ich auch noch nicht gesehen. Ja, grundsätzlich haben wir hier so einen klassischen Esstisch. Ich weiß auch nicht, was der hat, so Meter mal 1,20 Meter ungefähr, den du halt noch ausziehen kannst. Wo dadurch der, glaube ich, dann eine Länge von 2 Metern hat vielleicht. Habe jetzt nicht nachgemessen. Da passt dann schon viel drauf. Getränke und Knabberalien kommen sowieso dann nicht auf den Tisch erstmal meistens. Aber das Problem, was du natürlich hast, wenn du so solche riesigen ausladenden Spiele hast, je nachdem, wo du sitzt, kommst du ja nicht mehr an alles ran. Und du siehst auch nicht mehr alles. Du siehst nicht mehr alles. Und wenn das Spielbrett dann in der Mitte liegt, kommen die, die an den schmalen, an den langen Seiten sitzen, super ans Spielbrett dran, aber die an den Enden sitzen, haben natürlich dann verkackt, weil die dann jedes Mal aufstehen müssen, um irgendwas zu bewegen, oder sie müssen bitten, bewegst du bitte mal meine Figur von da nach da. Also ich sehe schon ein Problem mit diesen riesigen Spielfeldern. Das passt zwar alles auf den Tisch, aber es ist dann halt auch, man muss sich auf einmal bewegen. Ja. Moment, ich bin doch hier der Faulste, was Bewegen betrifft. Jetzt verstehe ich das aber gar nicht. Also. Du hast bestimmt so einen Greifarm, ne? so eine Teleskopstange. Wie heißen die beim Roulette, so ein Schieber, mit dem man alles hin und her schieben kann auf dem Brett. Ja, also wie gesagt, der Tisch ist groß genug für die meisten Sachen. Schwierig wird es natürlich immer, wenn du dann noch als Spieler irgendwie ein Tableau hast oder Kartenauslage oder sonstiges und dann so ein breites Spielbrett hast. Manchmal wird es halt trotzdem eng. Ich glaube, den großen Spieletisch wird es noch nie geben, wo alles tatsächlich drauf passt. Sehr sicher nicht, nein. Und bei dir, Matthias? Ja, dann wollen wir jetzt mal hier kurz noch mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe einen wunderbaren IKEA Biostar. Der ist in einem nicht ausgezogenen Zustand 1,75 Meter mal 95 mit einer sehr schönen Tischhöhe. Da sind zwei Platten zum Dazwischenstopfen dabei. Mit dem einen wird das Ding 2,18 Meter groß und mit dem anderen 2,60 Meter lang. Und davon habe ich einen im Wohnzimmer stehen und einen zweiten in der Küche. So, falls wir sehr viele Leute sind und uns in zwei Gruppen teilen, haben wir echt ordentlich Platz. Und ja, da könnte man dann auch Mega Civilization spielen. Man müsste vielleicht einen Tisch dann kurz rübertragen von der Küche ins Wohnzimmer. Genau. Ansonsten auf diese 2,60 Meter mal 95 passen ja problemlos 8 Leute. Wenn man will, auch 10, je nachdem, was für ein Spiel man spielt, haben wir alles schon gehabt. Also das ist gar kein Problem. Ich bin übrigens schon auf den gespannt von euch beiden, der Mega Civilization vorstellen wird hier. Das ist René seine Aufgabe. Ich habe ja, mir fehlen dafür ungefähr 16 Spieler, weil ich nur einen kenne, der bereit wäre, das mit mir zu spielen. Ja, und das heißt, eigentlich fehlen 17, weil ich bin nicht bereit, das zu spielen. Ja, mir geht's aber da ganz ähnlich. Ich würde mir sowas nicht antun wollen. Ich bin einfach nicht der Civilization-Typ. Schon das noch reguläre Civilization ist nichts für mich. Aber definitiv. Kurze Anekdote noch dazu. Wir hatten das Ding mal voll ausgezogen auf die 2,60 Meter und hatten das World of Warcraft Board Game, das alte von Fantasy Flight, das ja auch in so einem Zwergesarg kommt, gespielt. Und der Tisch hat von der Größe her nicht gereicht. Wir waren ja nur zu zweit, aber mit dem ganzen Spielbrett und den Erweiterungsspielbrettern und so weiter. Und zum Glück war ja Fantasy Flight so intelligent und hat in seine Anleitung reingeschrieben, falls der Platz auf dem Tisch nicht reicht, können Sie einen zusätzlichen Tisch daneben stellen. Das ist, vielen Dank nochmal an Fantasy Flight für diese obvious Idee, auf die wir selber nie kommen würden. Haben wir aber natürlich gemacht. Wir haben noch einen zweiten Tisch daneben gestellt, auf dem dann das Erweiterungsbrett drauf war. Und noch einen dritten Tisch daneben, wo wir dann unsere Getränke denn draufpacken konnten.
Na, können wir, hör mal, die Amis schreiben auch auf die Kaffeebecher, dass der Kaffee heiß sein kann. Ja, das liegt aber daran, dass sie sonst verklagt. Oh, jetzt verstehe ich's. Ja? Oh, wenn Fancy Flight nicht draufschreibt, dass das Spiel nicht auf einen Tisch drauf passt, gibt's nachher Klagen. Ja, das ist okay. Mein Spiel ist auf den Fußboden gefallen, hat sich kaputt gemacht. Ja. Übrigens, okay, Mega Civilization kann man bei Pegasus noch im Shop noch kaufen. Zwar nur die englische Version, aber damit kommt ihr ja schon zurecht. Es gibt auch nur die englische, es gibt keine deutsche. Achso, ich order euch das mal, ne? Ja, bevor wir das nachher noch wirklich Patriot haben, gehen wir mal zum Hauptthema über. Achso, nee, kurz nochmal also an Oliver, kurz als Abschluss. Also ich hoffe, es ist kein enttäuscht, dass wir nicht irgendeinen coolen Geek'n Sun oder ähnlichen Tisch haben. Ich glaube persönlich, den braucht's nicht. Ich glaube, also, wir möchte einen haben. Wir haben uns auf der Messe mehrere angeguckt. Ich finde die schon geil, diese Tische. Ja, aber das haben es ja umsonst, sage ich mal. Also gut, es gibt natürlich Leute, die haben nur den einen Tisch. Und die wollen das dann zudecken und das Spiel nicht wegräumen und irgendwie anders was, also weil sie Mega Civilization noch bis zum Ende spielen wollen. Aber an sich, das Spiel wird ja am Ende zu Ende gespielt, danach wird eingeräumt und selbst wenn es stehen bleibt, man hat ja noch einen anderen Küchentisch. Ja. Sage ich jetzt mal so. Nein. Ja, ich schon. Okay. Ja. Du spielst eh keine Spiele, die man nicht am Abend zu Ende spielen kann. So, lass uns zum Hauptthema kommen. Genau. Zu den schon eben angesprochenen Plättchen-Legespiele. Das ist jetzt keine Top-10-Folge, also wir werden jetzt nicht unsere 10 beliebtesten vorstellen, sondern wir wollen uns einfach mal Plättchen-Legespiele angucken, ein bisschen definieren, was sind in unseren Augen überhaupt Plättchen-Legespiele, was machen sie aus, was können sie nicht. Und dann war der Matthias mal wieder so fleißig, hat hier 12 Zillionen Spiele. Ich glaube, das sind irgendwie etwas über 50. Mir fällt gerade also, noch eins ein. Das ist eine Top 50 in dem Sinne. Matthias, ja. Mir fällt gerade noch eins ein. Dann schreib's einfach rein. Es ist ja. Boah. Wir werden jetzt nicht alle 50 Spiele hier vorstellen. Wir werden mal ein bisschen durchgehen, mal ein paar aufführen. Und an ein paar kritischen Stellen, wo wir sagen, das ist ein Plättchenlegespiel. Ich glaube nicht, Tim. Ich glaube nicht, Matthias. Ja, ich glaube, es wird auch öfter kommen, aber das sind ja die Spannenden. Also, wir werden am Anfang kurz ein paar Sachen definieren. Dann werden wir anfangen, irgendwelche Spiele zu erzählen. Wir werden die meisten Spiele nicht erklären, weil das würde definitiv den Rahmen der Sendung sprengen. Sondern wir werden kurz erklären, was unterscheidet dieses Spiel von den meisten anderen Plättchen-Legespielen, was ist sein Unique Point, sage ich jetzt mal. Und dann gucken wir mal nach, so auch bei anderen Spielen, sind das wirklich Plättchen-Legespiele, fallen die in diese Kategorie oder haben die vielleicht irgendwelche anderen Elemente? Und da sind wirklich einer dabei, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sagen, das sind wahrscheinlich keine Plättchenlegespiele, aber sie sind halt doch aufgekommen. Falls euch irgendein Spiel während der Sendung auffällt, wo ihr sagt, was ist denn das, schreibt euch kurz auf den Zettel oder an euer Handy oder wo auch immer und schaut dann später mal nach. Wir werden sie auch nicht alle verlinken, weil der René muss die Sendung ja irgendwann auch online stellen und kann nicht 1000 Links irgendwie rauswühlen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und was sind denn jetzt in unseren Augen überhaupt Plättchen-Legespiele? Ja. Was definiert ein Plättchen-Legespiel? Also erstes schon mal, man legt ein Plättchen hin oder an. Ja, da, selbst darüber könnte man legen, also weil... reden, legen? Also grundsätzlich ja, das ist das, was ich auch so empfinde. Man hat ein Plättchen und man legt es auf den Tisch und meistens legt man das da an schon andere vorhandene Plättchen an. Das ist, finde ich, so das, was das Plättchen-Legespiel ausmacht. Und sie sind meistens quadratisch? Quadratisch, weil quadratisch eine super einfache Form ist, ja. Die A, einfach herzustellen ist, B, einfach zu begreifen ist, weil wir haben ja deswegen 5 Finger, weil bei 5 unser Verstand aufhört ist und quadratische Plättchen sind nur 4-seitig. Ja, es ist, ich weiß nicht, ich hatte mal dieses Pelican Bay gespielt, jetzt kommen wir doch schon ein bisschen zu den Spielen, das hat halt 6-eckige Plättchen gehabt und dort hast du halt einfach wieder mehr angrenzende Flächen, die du dann wieder beachten musst. Und das sorgte für mich damals für ein Problem. Also ja, also man sieht, es kann auch sechseckig sein. Es kommen auch dreieckige dazu. Ich habe auch ein paar, wo die Form nochmal eine ganz andere ist. Lass uns die mal wirklich später angehen. Aber also die meisten sind quadratisch, aber eben halt nicht alle. Es ist auch so meistens, dass sie dann im Spiel selber alle die gleiche Form haben, aber auch das ist nicht immer gegeben. Ich erwähne jetzt an dieser Stelle gleich Carcassonne sofort, weil da gab es ja, letztes Jahr gab es ja die Bonusplättchen, die waren dann nur halb so groß. Das waren sogenannte halbe Plättchen.
Da gab es einen Satz, den gab es in der Spielbox und noch einen zweiten Satz für die Messe. Da gibt es also zwei verschiedene Sätze. Und dieses Jahr gab es doppelt so große. Genau, und dieses Jahr gab es die Burgen, die sind doppelt so groß wie zwei Plättchen. Also die müssen nicht immer dieselbe Form haben, auch wenn das natürlich eigentlich in der Theorie gewollt ist. Und es gibt auch Spiele, die haben hauptsächlich unterschiedliche Plättchen. Hier zum Beispiel die Schlösser des König Ludwig. Genau, das ist so das Element, was die Schlösser von König Ludwig ausmacht. Die Plättchen haben alle ganz miserable Formen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich mich nicht dazu überreden kann, dieses Spiel zu spielen. Das ist toll. Ja, das mag ja sein, aber... Und da kommen wir jetzt nämlich auch noch mal so kurz... Ja, lass uns ruhig ein bisschen springen, ich merke das schon. Warum mögen wir Plättchenlegespiele kurz dazwischen? Und für mich ist das so ein bisschen so... Ich bin jemand, der seine Sachen auf dem Spieltisch auch gerne sortiert. Die müssen ordentlich nebeneinander sein. Ich finde es total toll, dass bei Tumult Royale die Köpfchen da alle unten in diesen Einlagen sind, damit es schön bei allen ordentlich ist. Das ist wunderschön. Naja, es macht ja spielerisch auch bei Tumult Royale noch Sinn, weil man ja... Genau, man kann besser sehen, wie viel jeder ausgegeben hat, was man ja regelmäßig gucken muss. Aber also für mich ist so ein Plättchenlegespiel, die liegen alle schön ordentlich. Das ist eine schöne Fläche. Ich bin auch jemand, der bei Carcassonne sagt, ich könnte jetzt da hinbauen, damit du deine Stadt nicht zukriegst, aber ich lasse es, weil das sieht ja dann hässlich aus. Was? Ja, genau. Also von da aus gesehen, Schlösser des König Ludwig geht gar nicht. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich mich nicht dazu reden kann, weil doch, die Schlösser sehen voll hässlich aus. Nein, gar nicht. Doch. Dann kannst du ja noch mehr monkig sein und anfangen, das Versuchen so symmetrisch aufzubauen. Und wenn du dann da dabei noch gewinnst und es schaffst, so ein Schloss symmetrisch aufzubauen oder zum Beispiel runde Räume wegzulassen und alles angrenzen, keine Lücken zu machen, das ist nochmal eine besondere Herausforderung für dich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen sich freuen, mit mir zu spielen, weil sie natürlich gewinnen und ohne, dass ich in deren Spielfeld rumfuschen darf. Ja, aber gut. Das ist also auf jeden Fall etwas, was für mich Plättchenlegespiele ausmacht. Es ist aber so, wie kommt man an diese Plättchen? Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche. Da haben wir welche wie bei Carcassonne, man zieht die einfach zufällig. Da haben wir sowas wie bei Schlösser des König Ludwigs, die werden versteigert. Da haben wir aber auch zum Beispiel sowas wie bei Prosperity, die werden vorsortiert. Also fünf bestimmte Plättchen kommen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber die untereinander sind sie halt gemischt und dann wird einfach gezogen und dann weiß man ungefähr, was kommen kann. Oder alle haben die gleichen Plättchen. Oder alle haben die gleichen Plättchen, das gibt's auch. Das gibt's, ja, so bei Kakao gibt's ja so ein bisschen, dass man, da haben ja alle. Ja, oder hier wie bei Karuba hier von Haber, wo quasi alle immer mit demselben Plättchen gleichzeitig spielen. Genau, das ist so das Take it easy. Also einer sagt, wir nehmen jetzt das Plättchen, weil das blind gezogen wird und alle anderen müssen dasselbe Plättchen raussuchen. Das ist ja dieses Take it easy System, sage ich jetzt mal, was jetzt auch ein Plättchenlegespiel in gewissem Sinne ist. Es gibt aber auch sowas natürlich, dass die einfach alle auf dem Spielbrett verteilt sind und jeder kräftig einfach mal gleichzeitig zulangt. Wie zum Beispiel bei Galaxy Trucker oder auch bei Mondo. Mondo, ja. Wo also alle blind sind. Zum Teil sind die auch beidseitig bedruckt natürlich, die Plättchen bei Mondo. Sodass du auch noch gucken musst, so nämlich die Vorder- oder Rückseite. Solche Sachen. Das muss ich immer noch mal spielen. Ich glaube, das finde ich auch. Das ist ja mit dieser zweiseitigen Sache ja gar nicht so doof, weil dann kannst du sie einfach wieder reinschmeißen und musst dich nicht darum kümmern, dass du sie ja wieder verdeckt irgendwie hinlegst. Ja. Oder? Meistens natürlich ist es so, dass solche Spiele natürlich nur für, wie sagt man das jetzt, dass du da immer irgendwie nur mit einer Hand spielen darfst. Mhm. Ja, ist blöd für einen, der gar keine hat. Du meinst, der schwarze Ritter ist doch nur eine Fleischwunde. Leute, wir nehmen morgens auf. Die Leute wollen nicht, dass wir so albern sind. Ja, genau. Okay, dann haben wir, also die meisten Plättchenlegenspiele sind auch so, dass die Plättchen das dominante Element des Spiels sind. Weil es gibt ja genug, wo noch andere Elemente dazukommen. Ich meine, bei Carcassonne jetzt, ohne das Katapult erwähnen zu wollen, aber du hast ja noch die Männchen und die Figürchen und ähnliche Sachen. Aber die Plättchen sind das dominante Element. Also das wäre für uns auch entscheidend, also für ein Plättchenlegespiel zu sagen, das ist ein Plättchenlegespiel, wobei wir natürlich auch wieder da Grenzfälle haben werden heute, wo wir darüber diskutieren kann. Meistens werden diese Plättchen dann irgendwie frei auf dem Tisch angeordnet, wobei wir natürlich auch einige Spiele haben, wo das auf einem extra Spielbrett aufgesetzt wird und das kann entweder ein gemeinsames Spielbrett am Spieltisch Mitte sein
Oder natürlich auch ein eigenes Spielbrett für jeden alleine. Mondo, Galaxy Trucker. Karuba, take it easy. Ja. Genau. Und natürlich haben wir heute auch ein paar Spiele, das sind nicht Plättchen-Legespiele, sondern Plättchen-Nehmespiele. Ich dachte, wir reden über Plättchen-Legespiele. Ja, aber man kann Plättchen-Legespiele nicht ohne Plättchen-Nehmespiele erwähnen. Das geht nicht. Ach so. Was ist denn da für der englische Begriff für? Tile-Taking Game. Tile-Displacing. eine Plättchen-Legespielart wollen wir gleich rausnehmen. Die hat der Arne heute früh noch reingeworfen, nämlich Puzzle. Weil die sind zwar alle unterschiedlich förmig und die ergeben am Ende ein schönes gemeinsames Bild und die Spielerzahl ist egal, aber Puzzle sind jetzt mal an der Stelle einfach kein Spiel. Da sind nicht genug Regeln dabei. Also die meisten Puzzle vermissen ja auch ein Regelheft. Deswegen, Puzzeln kommt raus, obwohl das natürlich das Plättchenlegen bei den meisten anderen Spielen trotzdem dem Gefühl des Puzzlens nahe kommt, weil, also gerade ich, also ich meine, ich habe es bei meinen Kindern gemerkt, nachdem sie Carcassonne gespielt haben, wir fertig waren, haben sie dann trotzdem alle Plättchen genommen, haben eine schöne Landschaft ausgelegt, weil es einfach Spaß macht. Ja, vielleicht ist das deswegen auch so erfolgreich, weil das so diese Puzzle, viele Leute mögen Puzzle und das ja. Dieses Gefühl, man puzzelt irgendwie an was gemeinsam, hat aber dann auch ein Spiel dabei, mit dem man auch ein bisschen gemein sein kann, womöglich. Ja, und es entsteht was, ne? Es ist nicht destruktiv, es ist was Schaffendes, ne? Ist halt jetzt die Frage, ob das so dieses typische, ob es dieses Plättchen-Legespiel, dieser ein großer Kern dieser sogenannten Eurogames ist. Würde ich jetzt noch nicht mal abstreiten wollen. Weil diese Eurogames sind ja dafür bekannt, wenig Konflikt zu haben. Man baut was auf, man handelt oder halt so. Jetzt. Und dann kommen alle mit Katan und dann denke ich mir, bei Katan gibt es Konflikt und man baut nichts weiter. Also und es ist viel Zufall drin. Egal. Okay. Ja. Aber was die Plättchen-Spieler auch gemeinsam haben, ist, dass 90% von denen tatsächlich wunderbare Gateway-Games sind. Also Spiele, um Leuten an Spiele näher zu führen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute schon begeistert von einem Carcassonne waren. Einfach weil es halt ein einfaches Spiel ist, was schnell erklärt ist, schnell begriffen und schnell nochmal aufgebaut oder so. Gut. Man muss ja nicht viel aufbauen meistens. Kurzer Abstecher, was ist wohl das erste bekannte Plättchenspiel? Du wirst es bestimmt gleich sagen. Ja, ich bin unschlüssig. Also ich habe jetzt hier mal zwei Namen aufgeschrieben und ihr werdet sagen, das sind gar keine Plättchenlegespiele. Das erste ist Domino. Jeder hat ein Plättchen, da ist jetzt keine wunderbare Landschaft drauf oder so, sondern da sind einfach nur Punkte drauf und die werden irgendwie anhand, aber die werden angelegt, da wird halt was gemeinsam aufgebaut, dann wird nachgezogen. Das würde schon in die Definition passen, zumindest. Das würde passen, ja. Was ist denn mit solchen Geschichten wie Go? Da hat jeder seinen eigenen Stein, ne? Ja. Du könntest es halt auch mit Plättchen umsetzen, wahrscheinlich. Das könnte man auch mit Plättchen, dann wär's noch mal älter. Mühle und so, ne? Nee, bei Mühle wird nur geschoben. Und ja, das setzt aber am Anfang ja auch ein. Ah, ja. Okay, also wir sehen schon, das ist schon alles ziemlich kompliziert. Also meine Frau hat noch reingeworfen Scrabble, weil das sind ja auch Plättchen mit den Buchstaben und die werden auch gelegt und dann werden Wörter gebildet. Also das ist, ehrlich gesagt, für uns nicht so einfach ausmachbar. Falls irgendein Hörer noch eine Ahnung hat, was so ein ganz altes Spiel ist, wo man ganz ehrlich sagen, ja, das ist ein Plättchen-Legespiel, da können wir uns alle drauf einigen und das wäre jetzt auch etwas, was wir alles als alt und toll ansehen würden. Schreibt es uns in die Kommentare, da würden wir uns total drüber freuen. Aber dann würde ich sagen... So bei den modernen Spielen, so hast du bei Boardgame Geek irgendwie so... Was war denn groß vor Carcassonne? Ja, da waren einige. Also das Problem ist, alles, was älter als 2000 ist, da ist ja Boardgame Geek zwar versucht, alles rein zu haben, aber es ist ja keine Garantie, dass es auch alles drin ist. Also das Älteste, was ich gefunden habe, war irgendwie aus den 80ern, aber das ist jetzt auch so eine Frage, ob das Plättchenlegespiel durchgeht und so. Also ich von da aus gesehen, ich würde das lieber offen lassen, sagen also Domino, damit kann ich leben. Das wäre für mich jetzt ein Plättchenlegespiel, das gibt's auch wunderbar in ganz vielen Versionen mit Merchandise drauf, wo hübsche Bilderchen sind, falls jemand Bilder haben will, also statt Zahlen. 18XX-Sachen? Oh,
ja, da werden auch Plättchen. Siehst du, da kommst du jetzt nämlich mit den ganzen Sachen. Ja, da ist es aber, ne, dann ist es wieder nicht dominantes Spielelement. Ja, es ist schon nicht so einfach da, den Anfang. Es ist wirklich nicht einfach. Und deswegen, also. Bei Deckbauern war das einfacher. Also auf jeden Fall, was Plättchenlegespiele richtig, richtig, richtig hochfähig gemacht hat, weil es nun mal auch ein Riesenerfolg ist, ist Carcassonne. Gummikub. Ja, Plättchenlege und Umlegespiel. Und ich baue mal das ganze Spielfeld noch. Völlig ja, richtig. Lass es uns vielleicht mit Carcassonne noch so ein bisschen. Genau. Das vielleicht auch das, was die Hörer eher interessiert. Wobei wir Carcassonne eigentlich an dieser Stelle auch schon abhaken können, weil wir haben eine extra Carcassonne-Sendung, die wir noch mal allen herzlich ans Ohr legen. Weil die war echt total toll und der Dirk hat da einen super Gast gemacht, der uns ganz tolle Geschichten erzählt hat. Von da aus gesehen sind wir mit Carcassonne auch schon durch. Yay. Kommen wir zu dem nächsten großen Plättchenlegespiel, was mit Carcassonne unsinnigerweise immer wieder verglichen wird, Kakao. Ja, weil es halt schon so ähnlich aussieht. Ja, es ist, die Plättchen sind grün, sie haben dieselbe Größe und sie, Plättchen werden aneinander gelegt. Ich glaube, das war's auch schon. Ja. Und Knüppel sind dabei in beiden Spielen. Ja, genau. Ja, gut, das liegt daran, dass der so Nikisch die Miepel total toll findet und deswegen diese gerne verwendet. Und das kann ich nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, da sind Miepel dabei. Die Spiele die Spielgefühle sind schon unterschiedlich, aber trotzdem kann man diese Verwandtheit ja nicht absprechen. Ich würde es trotzdem tun. Also für mich ist Kakao an der Stelle vollständig eigenständiges Spiel. Ja, natürlich, klar. Stimmt, die Plättchen kommen aus zwei verschiedenen Stapeln. Es gibt den Dschungelstapel und es gibt die eigenen Miepelstapel, die jeder Spieler hat, aus denen er aus einer Auswahl sogar auswählen darf, welche er wo anlegen möchte. Und es ist auch immer so, dass die Plättchen abwechselnd liegen mit Dschungelplättchen, Miepelplättchen, Dschungelplättchen, Miepelplättchen. Das ist das spricht in den Monk in dir an, ja? Das spricht den Monk total in mir an. Und die Erweiterung, die jetzt in Nürnberg kommen wird, ist auch total cool, weil da sind ganz viele Elemente. Und das Spiel wird dadurch nicht länger, weil jedes Element, das man reinnimmt, dafür muss man ein anderes Element aus dem Spiel rauswerfen. So dass sich eigentlich nur der Schwerpunkt verschiebt, was ich ja total toll finde, wenn Spiele ihre Art verändern durch Veränderungen. Ich wollte jetzt ja Kakao mit der Vulkanerweiterung Promo spielen, aber ein Plättchen hat es nicht nach Hause geschafft. An dieser Stelle nochmal ein großes, böses Huni, das Plättchen rausgenommen hat und dem René reingeschoben hat, um zu gucken, ob der Arne das merkt. Ja, nicht in den René, also ins Auto. Ins Auto von dem René, genau. Dadurch ist das Plättchen auch noch verwendbar. Ja, und das kriegt der Arne auch wieder und dann kann er auch mit dem Vulkan spielen. Genau. Kommen wir zu einem anderen richtig großen Hit, den sehe ich ehrlich gesagt auch irgendwo auf einer Empfehlungs- oder Nominierungsliste von der Jury Spiel des Jahres nächstes Jahr. Arne, erzähl mal. Isle of Skye, habe ich auch schon mal drüber was erzählt. Da ist aber dieses Plättchenlegen nicht mehr dominantes Element. Finde ich schon, weil die gesamte Wertung baut auf diesem Plättchenleger auf. Ja, aber um die Plättchen zu bekommen, ist ja nicht einfach hinlegen. Also da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Also klar, ja. es ist ein Plättchenlegespiel, es ist aber schon eins, was am komplexeren Ende sich befindet. Also eher Kennerspiel an der Stelle. Ja. Ja. Ja, ja, aber also Kinderspiel. Es ist schwierig. Ich glaube, es wird auch noch in Rot funktionieren, aber da können wir im nächsten Sommer drüber reden. Ja, da können wir nächsten Sommer drüber reden. Das werden wir auf jeden Fall. Das Spiel wird bei uns nicht untergehen. Wie hatte der Stefan das so schön genannt? Das ist Carcassonne meets Kingdom Builder. Also man muss halt gucken, es gibt verschiedene Wertungen, die werden mehrfach gewertet, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Und man versteigert halt Plättchen und er steigert Plättchen und jeder legt seine eigene Auslage. Und da ist schon natürlich so ein Punkt, da habe ich tatsächlich weniger Probleme mit, aber doch viele andere, die etwas monkiger noch sind. Die Straßen müssen nicht an Straßen gelegt werden. Ja, das fühlt sich für mich auch immer noch unintuitiv an. Vielleicht, weil man halt durch Carcassonne so erzogen wurde, dass immer alles versaut. Wobei an dieser Stelle, kurz reingeschoben, Carcassonne die Burg, das ist halt nicht von dem Wrede, sondern von dem Herrn Knizia. Da kann man auch entsprechend irgendwie verschiedene Gebäude aneinander liegen. Das Einzige, was dort immer aneinander liegen muss, sind die Straßen. Ja, und habe ich das gespielt? Solltest du, das ist ein Zweier Carcassonne only. Also, ja, nee, lass mal. Ja, aber das ist tatsächlich sehr bei gut. Bei Isle of Skye will man halt möglichst die Straßen immer auch zusammenlegen und dann denkst du dir, oh, es passt ja nicht. Und dann denkst du dir,
Ach ja, muss ich ja gar nicht. Dann haut man das Plättchen dann irgendwie hin. Das sieht dann irgendwie auch, das spricht dann den Monk von dir nicht an. Ja. Dann ein Spiel, was ich eigentlich für diese Sendung noch testen wollte, um ein Gefühl dafür zu haben, was ich leider nicht mehr geschafft habe. Galaxy of Trion. Da ist so das Carcassonne in mit dreieckigen Plättchen. Also das, was von Carcassonne, da gibt es ja auch so ein paar dreieckige. Aber hier sind sie alle dreieckig und man kann sie entsprechend anlegen und baut das Ganze so im Weltall. Das hat so ein Space-Thema und das ist wohl noch ein kleines bisschen anspruchsvoller. Kann ich aber nichts mehr dazu sagen, außer dass es halt das dreieckige Carcassonne und ich müsste es mal irgendwann spielen. Trion mit A. Mit A? Trion. Mit O. Trion, okay. Vielleicht spiele ich es noch. Ein Freund in meiner Gruppe hat es ja. Dann kann ich vielleicht noch was in den Kommentaren dazu schreiben. Aber wenn wir bei dreieckigen Plättchen sind. Ja. Es gab, wann war das? Richard Ritterschlag von Haber. Ja, das war, glaube ich, irgendwie vor zwei oder drei Jahren war das nominiert. Genau, das war nominiert. Ist ein Kinder-Carcassonne. Ja. Ja, genau. Ich würde auch sagen Kinder-Carcassonne. Es gibt ja ein Kinder-Carcassonne, deswegen wollte ich es jetzt nicht benutzen. Aber es gibt halt dreieckige Plättchen, die man aneinander legt. Die passen, glaube ich, auch irgendwie immer. Oder nee, die müssen passen. Die müssen trotzdem noch passend angelegt werden. Aber man hat irgendwie, also die Ecken sind da irgendwie wichtiger. Wo man die Ecken. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber. Und dadurch, dass halt nur drei Seiten sind, ist halt einfacher für Kinder. Ja, natürlich, ja. Ich würde es gerne mal spielen, weil das sieht irgendwie knuffig aus. Und ich glaube, meine Tochter kommt jetzt so langsam in den Bereich, wo es, na, vielleicht noch ein bisschen. Auch wieder im Sommer vielleicht. Ja. Ja, drei Ecken erleichtert das Ganze dann halt schon ein bisschen. Ja. Wenn nicht zu viel drauf ist. Man muss natürlich dann so ein bisschen natürlich auch entsprechend runterfahren. Ja. Gut. Gut, das war dann Ritterschlag. Dann auch ein Klassiker von Hans im Glück, Wikinger. Richard Ritterschlag. Bei Wikinger ist es so, das ist das erste Spiel von dem Michael Kiesling, das der alleine gemacht hat, soweit ich weiß. Der macht ja normalerweise ganz, ganz viele Sachen mit dem Wolfgang Kramer zusammen. Deswegen steht da mal Kramer-Kiesling, sind ja auch ein super Duo, die sich hervorragend ergänzen. Aber das Wikinger, das hat der Kiesling mal alleine gemacht. Das war, inzwischen haben wir, glaube ich, zwei oder drei Spiele schon alleine rausgebracht. Und da ist es so, dass jeder seine eigene kleine Auslage hat und dann muss man Inseln bauen und da irgendwelche Männchen drauf tun und die Inseln sind in fünf verschiedenen Reihen und vorne kommen dann irgendwelche bösen Wikinger, die man dann irgendwie abhalten muss mit irgendwelchen schwarzen Nippeln. Das Coole an Wikinger ist eigentlich das Rondell, mit dem man die Plättchen bekommt, weil die Plättchen werden, das ist halt so eine Kaufleiste von 0 bis 11 und wenn man die Plättchen aufdeckt, die 12, dann kommen erstmal alle Inselteilen, werden von den billigen ausgehend und wenn da Schiffe kommen, werden die von teuren ausgehend hingelegt und dann werden noch 12 Figuren aus dem Beutel und die werden farblich sortiert auch noch drumherum gelegt und man ersteigert dann immer eine Figur und ein Plättchen gleichzeitig und dann muss man das bei sich dann gleich anlegen. Und natürlich will man gucken, dass man das passend legt, dass man die Figur auch gleich auf dasselbe Plättchen legen kann. Sonst muss man nachher noch eine graue Figur ausgeben, um die wieder zu den Inseln zu bringen. Solche Sachen. Das sieht ja nett aus. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ein wunderbares Spiel, was jetzt auch nochmal zusätzlich nachproduziert wurde für den amerikanischen Markt, weil es dort echt sehr gut läuft. Dieses Rondell erinnert mich so ein bisschen an Paläste von Carrara. Ja, wir haben das später nachverwendet. Wahrscheinlich. Ganz genau. Kommt das, ist das so, ja, sieht so ein bisschen aus. Das ist so ähnlich. Also immer wenn das billigste Feld weg ist, dann wird das so runtergeschoben, dann wird alles billiger, bis wieder was für null zu haben ist. Ja, nett. Wobei du das für null halt nur dann kaufen darfst, wenn kein Plättchen mehr da liegt mit derselben Figurenfarbe. Also da gibt's natürlich dann so Einschränkungen und wenn du das teuerste kaufst, kriegst du noch ein Bonusplättchen. Also Wikinger, sehr, sehr schön. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wer es vorher mal testen will, das kann man auch auf Yukata spielen. Ah, gute Idee. Dann habe ich jetzt hier Between Two Cities. Das ist noch gar nicht draußen. Also das heißt, es ist schon draußen. Es wurde auf eine kleine Auflage, gab es schon Essen zu kaufen. Aber an sich ist es gerade noch in der Auslieferung. Da ist es so, dass das ein Plättchenlegespiel ist, wo man nicht seine eigene Auslage hat, sondern man hat zwei geteilte Auslagen. Also man baut eine Stadt, einmal mit seinem linken Nachbarn und einmal mit seinem rechten Nachbarn. Und man sitzt halt zwischen diesen zwei Städten und man versucht mit beiden Seiten natürlich eine möglichst gute Stadt zu bauen, weil die schlechtere von den beiden Städten, also jede Stadt wird nachher dann punktemäßig ausgewertet und die schwächere von denen ist halt der eigene Siegpunktwert und wer da den höchsten hat von allen Spielern,
gewinnt. Also man versucht, möglichst gleich starke Städte auf beiden Seiten zu bauen, weil wenn man die eine zu stark macht, dann kann der andere damit vielleicht gewinnen, wenn er noch eine stärkere hinbekommt. Das ist halt also auch so ein Plättchenlegespiel, wo man halt nicht in seiner eigenen Auslage rumfummelt, sondern mit Mitspielern zusammenspielen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das zu zweit funktioniert, weil da macht es ja wenig Sinn, aber da gibt es wahrscheinlich dann irgendeine Sonderregel. Aber weil wir jetzt gerade bei zwei Personen sind, Patchwork, da könnt ihr auch wieder was zu erzählen. Ja, da finde ich aber interessant, dass du hintergeschrieben hast, Plättchen nehmen. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Also nehmen muss ich die bei allen anderen Spielen auch. Ja, das war an der Stelle verkehrt, ich weiß. Steht doch gar nicht mehr da. Ja. Ja, Patchwork, finde ich, ist halt, geht halt sehr stark auch an diesen Puzzle-Instinkt der Leute ran, die du hast, ne? Es belohnt sich an dich aber dafür auch noch, wenn du gut puzzelst. Ja. Ja, also wenn du ein Plättchen, die Plättchen haben ja diese abstrusen Formen, wo ja eigentlich keins gleich dem anderen ist, oder? Gibt es da identische eigentlich? Nein. Und du halt dann versuchen musst, das da in dein Gebilde reinzufrickeln. Ja, wie gesagt, das ist dieses Puzzeln, was dann da einen belohnt. Ja, das ist, ja, vor allem das Puzzeln halt so Tetris-elementig. Genau. Und ich glaube, kein Spiel ist so Tetris-artig wie Patchwork. Ja, doch, das wird dann, also das Söhne für Odin nimmt ja genau diesen Mechanismus auch nochmal, nur auf einem anderen Brett, also größeren Brett in deiner persönlichen Auslage. Und dass du von unten links nach rechts oben puzzeln musst. Okay. Ja. Das nimmt halt diesen selben Mechanismus auch nochmal auf mit so unterschiedlichen Teilen und allem möglichen. Das wäre auch ein Plättchen-Legespiel, wobei das nur ein Aspekt unter vielen ist bei dem Spiel. Ja, dann haben wir Limes hier stehen. Limes ist so ein bisschen Take It Easy gemischt mit einem, ja, kann man sagen, Carcassonne. Also der eine ist ja wieder, dass er ein Blättchen blind zieht. Also in diesem Fall sind das eher so Karten, so groß sind es. Das war wahrscheinlich günstiger, als Blättchen zu machen. Und der andere sucht das selber raus und dann legt man da gemeinsam an und kann dann mit der Figuren drauflegen und dann Gebiete werten. Auch da entsteht natürlich immer ein gleich großes Gebiet von 4x4 Karten. Auf jeder Karte sind aber vier Teile drauf, die man dann irgendwie versucht so anzulegen, dass die möglichst viele Siegpunkte geben, möglichst durcheinander sind, damit die verschiedenen Elemente die verschiedenen Siegpunkte geben. Würde ich aber auf jeden Fall als Plättchenlegespiel betrachten, auch wenn es Karten sind. In dem Zusammenhang kann man jetzt also natürlich lass uns erstmal Suburbia nehmen. Das ist auch ein Spiel, wo also ich habe es mal genannt, das ist eine überschaubare Version von SimCity, dem Trading Card Game. Beim SimCity Trading Card Game brauchte man ja ein Spielfeld, das so groß wie ein Fußballfeld ist. Da hätten auch meine zwei Tische nicht gereicht. Weil wenn man eine Karte legt, dann bezieht sich die auf die Karten, die 5 nach links und 5 nach rechts und 5 nach oben und 5 nach unten und alles, was dazwischen ist. Aber das mit der lustigen Grafik? Nee, ne? Das ist das mit der hässlichen Grafik. Ja, mit der lustigen Grafik. Auf jeden Fall, bei Suburbia ist es auch so. Also man legt ein Plättchen und dann guckt man nach, was gibt mir dieses Plättchen, was geben die benachbarten Plättchen, was geben die anderen Plättchen, die ich noch habe und was geben die Plättchen, die Mitspieler alle noch haben, ja. Weil das alles irgendwie triggern kann. Das ist beim ersten Spiel echt, echt fordernd, aber sobald man die Plättchen alle kennt, geht das super easy und das macht eine Menge Spaß und ist für mich an der Stelle eine schönere Wahl als Schlösser des König Ludwig. Ja, es ist ja anders. Ne? So. Bei Suburbia ist auch, glaube ich, jetzt das erste Spiel mit sechseckigen Teilen. Ja. Die wir jetzt hier aufgezählt haben. Ja, da macht es ja aber auch kein da musst du die ja nicht so passend anlegen. Du legst sie ja irgendwo hin. Die haben zwar manchmal einen Effekt benachbart, aber nicht immer. Ich glaube, die Ausrichtung ist nicht so entscheidend. Ja, genau, das ist richtig. Die Nachbarschaft ist dann eher entscheidend, aber da. Die Ausrichtung manchmal ist, glaube ich, vorgegeben. Genau, du musst die immer, dass du sie gerade lesen genau, kannst. Genau, ne? Dass die Straßen, da ist ja so ein Straßenmuster, das bildet sich ja denn so, aber. Ja. Aber was ich halt bei Suburbia wirklich schön finde, ist, du hast wirklich das Gefühl, du baust eine Stadt auf. Ne? Also, die Sachen, die du in deine Stadt reinbaust, haben Auswirkungen auf deine Stadt oder auf die nächsten Entwicklungen in deiner Stadt. Ja. Ja, dann hast du ja direkt jetzt hier die Schlösser des König Ludwigs
hingezogen, was ich nicht das bessere Spiel finde, sondern es ist ein anderes Spiel, was es halt auch vollkommen anders funktioniert. Du hast ja einmal diesen, ja, diese vollkommen unterschiedlichen Gebäude oder Plättchenformen. Es gibt runde, es gibt ovale. Hässliche. Hässliche und hässliche. Und hierbei musst du halt, da ist jetzt die Ausrichtung auch wurscht. Du kannst quasi drehen, wie du möchtest. Du musst halt hier nur gucken, dass du Türen aneinander legst, dass du halt hier in die Räume reingehen kannst. Und hierbei auch wieder, du baust halt tatsächlich was. Ne? Und nachher hast du ein, Matthias würde sagen, hässliches Schloss. Ich würde sagen, einzigartiges Schloss, so wie die Schlösser des König Ludwigs nun mal waren. Hässlich? Einzigartig? Funktional? Nee, funktional so überhaupt nicht. Das passt gar nicht. Die Bowling waren neben dem. Du bist raus, Arne. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schick. Und wenn du jetzt hier noch bei der Erweiterung hast, wo du ja noch quasi eingezäunt wirst, dass du noch weniger Platz hast, dich auszubreiten, wo du noch mehr optimieren musst, wo du deine Plättchen hinlegen kannst. Ist schon sehr spannend dabei. Ja. Ja, aber es bleibt ganz, ganz grausig. Du hast es noch gar nicht gespielt. Es ist. Ja, das ist richtig, aber ich kann mich nicht dazu überreden. Siehst du, so geht es mir bei Steam Time. Ja. Gut, dann haben wir als nächstes, lass uns, wenn wir schon von Aufbauen reden, von Gingopolis reden. Das ist ja ein Spiel von Pearl Games, was vor ein paar Jahren erschienen ist, wo die Leute, wo du halt so am Anfang so ein kleines Feld hast und dann versuchst du, das auszubauen. Es gibt rote, gelbe, blaue Gebäude, die du versuchst, links und rechts anzubauen und aber auch in die Höhe zu bauen. Und jedes Mal, wenn du in die Höhe baust, kannst du die Karte, die da drunter zugedeckt wird, weil es sind ja nicht immer alle Karten im Spiel. Also erst, wenn du ein Plättchen neu auslegst, weil du jetzt dann irgendeinen Park angebaut hast, dann darfst du die dazugehörige Karte in den Stapel mit reinmischen. Also dadurch ändern sich die Karten, die zur Auswahl sind. Und dann, wenn du hochbaust, dann ist die Karte, die überbaut wurde, die ist ja dann aus dem Spiel raus. Die darfst du dann vor dir ablegen, die gibt dir dann Boni für weitere Aktionen. Das macht total Spaß, ist aber ziemlich frustrierend, wenn man feststellt, dass Hochbauen grundsätzlich immer besser ist, als in die Breite bauen. Das haben sie ein bisschen ausgehebelt mit der Erweiterung. Deswegen, wenn man Gingopolis spielen will, dann bitte mit der Erweiterung. Aber man muss damit leben, dass es halt nicht nur in die Breite geht, sondern auch nach oben. Ja, und da habe ich mir gerade noch, heißt ein Spiel eingefallen, das hatte ich auch schon mal vorgestellt, und zwar Sunrise City, wo es genau darum geht, nach oben zu bauen mit deinen Plättchen. Und hier sind die Plättchen wirklich gewaltig große Plättchen. Das sind so, ja, im Endeffekt wie 6 Carcassonne-Plättchen von der Größe und doppelt so dick wie so ein normales Plättchen halt, wo du halt wirklich versuchst, Häuser hochzubauen. Also versuchst du wirklich in die Höhe zu bauen, indem du die immer übereinander, nebeneinander legst und versuchst so Gitterstrukturen aufzubauen, um dann nach oben zu kommen. Und da ist es wirklich Ziel, nach oben zu kommen, weil nur nach oben bringt Punkte. Unten in der Breite hilft nicht. Krass. Ja, dann haben wir jetzt hier so ein Triple von Klassikern. Ja, aber da geht's auch stellenweise ums nach oben bauen. Also ich habe jetzt, es gibt ja diese Maskentrilogie, wird die, glaube ich, genannt. Tikal, ja. Java und Mexika. Mexika hat, glaube ich, jetzt ja nochmal eine neue Version erfahren zur Messe. Ist das Gleiche? Ja, das ist tatsächlich das Gleiche, das ist nur schöner gemacht. Okay. Aber mir ist hauptsächlich Java in Erinnerung geblieben, da man ja dort auch so einen Spielplan hat, den man dann auch nach oben baut, stellenweise, indem man irgendwie diese Terrassen aufeinander, also große Terrassenplättchen, die auch, ich weiß nicht, 5 Hexagone irgendwie umfassen kann. Und dann baut man die nach oben und baut damit auch quasi so eine Landschaft auf. Ja. Bei Tikal ist das ein bisschen anders. Da gibt's ja, da legt man ja diese, man entdeckt ja diese Urwaldlandschaft und baut halt dann diese Pyramiden ab oder irgendwie sowas. Oder muss sie ausgraben, ne? So war das. Ja, genau. Du gräbst die aus und versuchst damit dann halt, da sind dann entweder Schätze oder du kannst ganz viele verschiedene Sachen. Aber da ist halt Tempel hochbauen und so. Und das ist halt für ein Plättchenlegespiel auch schon, da geht auch schon eine Menge ab. Also da hast du ja diese
Aktionspunktenmechanismus, denn diese, ja, dieser Entdeckungsmechanismus ist, da sind halt mehrere Sachen auch wieder aktuell. Dieses Mexika habe ich leider nicht gespielt. Wobei ich glaube, das war das erste Spiel mit Aktionspunkten. Das war damals. Ja, und ich glaube, es ist nicht gut gealtert. Dort hat man ja 10 Aktionspunkte irgendwie und ich glaube, das ist sehr AP-lastig. Also dieses. Das hat man auch schon damals nicht festgestellt. Nee, dass die Leute nicht grübeln. Das Spiel war dafür, finde ich, schon bekannt damals, dass die Leute gesagt haben, ich habe meinen Zug gemacht, ich gehe jetzt mal kurz einkaufen, weil bis ich wieder dran bin, da kann ich in der Zwischenzeit auch Abendbrot gemacht haben. Also das war schon damals so bekannte Sache eigentlich. Genau, aber das fiel mir noch ein bei Hochbauen, also vor allem das Java halt. Ja. Gut, dann haben wir... Haben wir noch ein Aufbauspiel, was nach oben geht? Nee, ne? Nach oben, weiß ich nicht, vielleicht kommen wir nachher noch zu welchem, das ist echt eine lange Liste hier. Ja. Kommen wir zu einem Spiel, die ich jetzt auch in eine Kiste schmeißen möchte. Und zwar haben wir hier Metro, Indigo, Zuro und Schlangen von Delhi. Weil das hört auch auf O auf. Also Schlangen von Delo. das ist ein Spiel, also Metro ist ja so, man hat halt auch das vorgegebene Spielfeld und man legt halt die Plättchen aneinander und baut so ein schönes Schienennetz und versucht seine Schienen möglichst lang zu machen, damit quasi die Leute zufrieden sind. Das Fahrtbauspiel. Genau, damit die Leute möglichst lange Strecken fahren und gleichzeitig möchte man den anderen möglichst kurze Strecken anhexen. Das gibt's auch in Indigo mit sechseckigen Plättchen. Geschichte dazu halt bei uns in der Gruppe. Steffi, die liebt Metro und wenn sie mal heißt, was spielen wir jetzt, dann sagt Steffi immer Metro. Und ich glaube, einmal im Jahr spielen wir es dann auch mit ihr, weil wir finden es zwar total toll, aber irgendwann geht es einem halt auch auf den Sack. Und mit der haben wir dann mal Indigo gespielt und die hat gesagt, cool, jetzt habt ihr sogar schon 2 Spiele. Genau. Zuro sieht so ähnlich aus wie Metro. Da ist es halt so, dass jeder aber nur eine Figur hat und wenn man ein Plättchen anlegt, dann muss man mit seiner Figur auch gleich langlaufen. Und man möchte aber möglichst lange im Spiel bleiben. Also da ist es dann so, irgendwann legt man an und der andere muss dann zum Spielfeldrand raus. Und dann ist er auch raus und spielt der Rest weiter. Also es ist ein Spiel, wo man auch rausfallen kann. Das war, glaube ich, das erste Spiel, was bei Will Wheaton im Boardgame, im Tabletop, in dieser Tabletop-Serie genommen wurde. Das erste war Small World. Das war, glaube ich, in der 3. Sendung. Da hatten sie 3 Spiele in einer Sendung dann mal reingenommen. Eins davon war Zuro. Okay. Und das verkauft sie auch in Amerika wie noch geschnitten Brot. Und in Deutschland ist es immer noch nicht neu aufgelegt. Also an dieser Stelle nochmal ein mahnender Blick Richtung Kosmos. Hey, Zuro nochmal neu auflegen. Vielleicht haben sie auch nicht mehr die Rechte, deswegen, aber vielleicht, naja, okay. Vielleicht können wir Frosted Games das mal rausbringen. Kommen wir zu Schlangen von Delhi. Das ist nämlich von Blatz. Blatz heißt ja inzwischen Schmidt-Spiele. Die hatten auch mal so ein schönes Spiel, wo man dann halt auch so Schlangen legen musste und dann waren dann so die Körbe, wo sie rauskamen und jeder hatte seine eigene Schlangenfarbe und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auch 4-gig oder 6-gig Plättchen waren. Aber es sind halt so Sachen, wo du möglichst versuchst, lange Strecken zu bilden mit Tunnelung und extra Kurven und wo Länge einfach zählt. Oh, da hatten wir doch René auf in Göttingen dieses die Brillenschlangen oder sowas gesehen. Ja, das hatte ich auch gespielt. Ja. Das ist auch schön. Vielleicht kommt das ja. Ich glaube, das hat sogar auch, sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, dass das irgendwie kommt. Das da hatte muss man auch so Ravensburger meines Wissens mitgenommen. Über das Spielfeld ziehen lassen, das sah eigentlich sehr witzig aus. So ein bisschen wie Snake, ne? Und es hat auch Spaß gemacht, finde ich. Ja. Ich habe es auf Mallorca nochmal gespielt, also das hat mir da echt zugesagt. Ach nee, das war bei Schmidt-Spiel ist das, glaube ich, gerade gelandet. Ja, aber es sieht wohl so aus, als ob das dann irgendwie mal irgendwann kommen könnte. Ja. Ja. Super. Ja, gib mal Gas. Ja, haben wir denn noch irgendwas, was jetzt, wie gesagt, unsere Liste, ich glaube, wenn wir die ganz durchgehen, sitzen wir heute Abend immer noch hier. Ja, aber vernünftigerweise sitzen wir noch da. Nee, wirklich, also wir haben ja noch welche, also wir versuchen ja die unterschiedlichen Ausprägungen auszusehen. Also Linie 1 zum Beispiel ist auch so eins, wo jeder versucht, so eine eigene Strecke zu bauen und dabei einfach Schienen auf dem Spielfeld verlegt, die können die anderen Spieler erweitern, aber sie können sie halt nicht mehr wegnehmen. Und wenn dann so eine Schiene quer ist, als so wie du sie haben möchtest, dann musst du halt drum rumfahren. Nachher musst du halt die Strecke ablaufen. Das ist ein sehr, sehr schönes Plättchenlegespiel, was der Arne auch spielen musste. Ja, habe ich auch gleich gewonnen. Ja, danke. Du mich auch mal. Solche Noobs wie euch gebe ich mich nicht mehr an. Dann haben wir einen Klassiker, den gab es früher bei Amigo, den gab es dann bei Schmidt-Spiele, der heißt Continuo, wo einfach nur
Kleckse drauf sind. Also Kleckse ist das falsche Wort. Da sind so 16 kleine Quadrate drauf mit verschiedenen Farben und versucht die so anzulegen, dass man möglichst lange Reihen von gleichen Farben bildet. Das ist sehr, sehr kindergeeignet, sage ich mal, weil die natürlich diese Farben total toll finden, aneinander zu legen. Das ist jetzt die Frage, wo wir jetzt bei Farben aneinanderlegen sind. Ja. Ich möchte jetzt auf, steht das jetzt da überhaupt noch hier? Wie heißt das? Einfach genial. Das hatten wir ja auch schon, ich hatte es irgendwann mal reingeschrieben in die Liste, oder war gegen den gleich die Diskussion los, ist es denn jetzt noch ein Plättchenlegespiel oder ist es keins? Ich meine, ja. Wenn du sowas wie Continuo jetzt erwähnst, was ich kannte es nicht, habe es jetzt gerade angeguckt, es ist ja auch ein abstraktes Spiel. Und einfach genial ist ja auch ein absolut abstraktes Spiel. Und da geht es ja auch darum, dass man Plättchen, welche Form die jetzt haben, ist ja erstmal sekundär, auf einen Spielplan legst. Da kommen wir wieder zur Diskussion, die wir vorhin schon hatten, mit Domino. Ist Domino ein Plättchenlegespiel? Wenn ja, einfach genial, definitiv auch. Ja. Also, um mal die Argumentation noch zu unterstützen, zu sagen, ja, es ist ein Plättchenlegespiel. Wir haben auch noch ein schönes Einfach Genial Junior. Und bei Einfach Genial Junior ist es tatsächlich auch so, dass die Plättchen nicht mehr diese Sechseckform haben, sondern das sind einfach zwei Quadrate nebeneinander, so wie bei einem Domino. Ja, sind wir wieder bei Domino. Ja. Sind wir wieder bei Domino, ja. Streiten wir uns gar nicht drüber. Nein, wir streiten uns doch nicht. Nicht heute. Okay, da will sich einer streiten. Ich finde noch was. Ja, natürlich, wenn du willst, dann findest du alles, ich weiß. Gut, dann haben wir sowas wie M. Das kennt wahrscheinlich keine Sau von euch. Nee, ja. Matthias hat das auch erst durch seine Frau reingeschrieben. Heute früh nochmal rein, aber sie hat natürlich völlig recht. Das ist auch mit Farben. Also das Spiel ist dadurch entstanden, dass einer keine Ahnung hatte, wie er sein Spiel wohl nennen sollte. Ist natürlich jetzt auch schwer zu finden, ne? Ja, das ist aber auch von Abacus. Also vielleicht hat Abacus ja noch welche bei sich im Lager verstaut. Wenn ich jetzt bei Boardgame die MGM eingebe, würde das wahrscheinlich nicht zu Erfolg führen. Nicht so wirklich. Das wird auch auftauchen. Ja. Also, wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat, das hatten wir auf jeden Fall eine Weile lang immer so, was spielen wir jetzt? Und dann haben wir M auf den Tisch gepackt. Das ist auch ein Plättchenlegespiel, wo die Leute einfach ein Plättchen anlegen müssen und es muss halt zu allen Seiten mit mindestens einer Eigenschaft fassen. Und jede Plättchen hat eine Eigenschaft im Sinne von einer Zahl, einer Form und einer Farbe. Und wenn in jede Richtung mindestens eins nach übereinstimmt, kann man es hinlegen. Und je nachdem, zu wie vielen Seiten es Übereinstimmungen hat, weil also entsprechend Seiten schon Plättchen liegen, klaut er von dem nächsten Spieler Chips und wenn zu viele in einer Reihe liegen, dann wird diese Reihe abgebaut, aber gegen den Uhrzeigersinn, was immer wieder für Verwirrung sorgt beim Spielen. Hey, das sieht aber sehr abstrakt aus. Ich hab's gefunden. Du hast es gefunden, ja. Nein, ich hab's bei Google gefunden. Das ist auch so ein alter Klassiker, den gibt's leider nicht mehr, aber es ist das für mich fällt es auch voll unter die Plättchenlegespiele. Mega Spaß mit Mini-Regeln. M. Ja, die Regeln sind, habe ich auch schon komplett erzählt. Ist ja nicht so, dass es tatsächlich nicht Mini-Regeln wären. Das konnte ich komplett vorstellen. Strike. Okay, ich habe noch nicht die Wertung genannt, aber das ist ja auch egal. Dann haben wir hier noch ein Plättchenlegespiel, was schon vor Carcassonne Spiel des Jahres geworden ist. Und zwar Café International. Hier ist natürlich der Unterschied, die Plättchen werden nicht aneinander gelegt. Jetzt muss ich mal echt in mich gehen. Musste nicht gehen. Also bei Café International ist es so, man hat halt Plättchen, wo Leute drauf sind von verschiedenen Nationalitäten, Männlein und Weiblein. Ja, und man kenn das Spiel. Hat dieses schöne Spiel, halt ja, die Hörer vielleicht nicht. Und man muss halt gucken, dass man an einem Russentisch dürfen halt nur Russen sitzen. Aber da sind ja Stühle, die sind zwischen den Tischen. Also da ist ein Tisch, da können sowohl ein Franzose als auch ein Deutscher dran sitzen. Also ein Franzosentisch und ein deutscher Tisch, aber der Stuhl dazwischen, da kann ein Franzose oder Deutscher. Und entsprechend kann man dadurch ein bisschen variieren. Und wenn vier Leute an einem Tisch sitzen, dann ist der Tisch halt voll. Und wenn der ein nur mit einer Nationalität gefüllt wurde, dann kriegt man A, doppelte Punkte. Und B, hat man ein Plättchen weniger zum Auswählen. Das heißt, da hat man auch diesen Catch-up-Mechanismus schon damals gehabt. Weil jedes Plättchen, das am Ende des Spiels vor einem liegt, sind natürlich aber auch Minuspunkte, aber man hat halt weniger Auswahl. Aber das ist, da finde ich die Brettspielversion deutlich besser als die Kartenspielversion, weil alle Informationen sind offen. Ich weiß genau, muss ich den jetzt legen, weil der kann da auch was hinlegen oder
kann ich damit noch eine Runde Zeit lassen und erstmal das machen. Das finde ich total toll. Also auch gut geworden. Aber wie gesagt, da wird jetzt die Plättchen nicht aneinander gelegt. Muss man drüber streiten. Ja. Ja. Kommen wir zu, streiten wir nicht, kommen wir zu Fresco, was hier gerade noch heute früh eingetragen wurde. Worker Placement, weg. Finde ich auch nicht als Plättchenlegespiel. Ich wollte gerade sagen, da haben wir halt dieses Plättchen, das da diese dieses Bild da malt. Ja, aber das an ist sich, ja, das du nimmst sie ja weg, die Plättchen. Erstmal nimmst du sie weg. Weg. Und weg. Dann ist ja der Worker Placement Mechanismus, glaube ich, stärker. Und der genau, also Fresco fällt raus. Genau. Dann habe ich hier Maestro, eins der ältesten Spiele von Hans im Glück aus dem Jahre 89. Da habt ihr auch alle schon gebracht. Ja, das ist quasi wie Kaffee International mit Orchester, ne? Habe ich ja gestern erst gespielt. Schöner Vergleich, ja, so ähnlich. Ich kenn's nicht, nein, ich habe nur gelauscht vorhin. Genau. Meine Frau wollte mir noch Wettstreit der Baumeister heute früh raufpacken. Ja, da muss jeder seine eigene Stadtmauer errichten. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Ich habe die Regeln nicht mehr im Kopf dazu. Ich weiß nur, ich bin noch nicht mal sicher, ob ich das als Plättchen werten würde. Dann hatten wir das Pelican Bay, das du erwähnen wolltest. Vorhin schon mal kurz fallen lassen. Da geht's halt auch darum, irgendwie irgendeine Landschaft zu. Man baut so eine Lagunenlandschaft mit irgendwelchen Pelikanen und hat halt diese sechseckigen Plättchen und die machen das Spiel für mich oder machten das Spiel für mich unnötig kompliziert. Es war unnötig schwierig, irgendwie diese Plättchen anzulegen. Für mich, sage ich, das ist jetzt alles so subjektiv natürlich. Ja, aber es hatte so eine schöne Schachtel. Das muss ich sagen, die Schachtel. Das war so eine schöne tiefblaue Schachtel mit einem Pelikan oder einem Hasen vorne drauf. Das kann man sich jetzt aussuchen. Schaut euch mal die Schachtel an, weil der Verlag ist ja auch, der Verlag ist ja auch drei Hasen in der Abendsonne. Also entweder ist da ein ich glaube, da gab es noch eine zweite Schachtel, wenn ich nicht irre, wo sie irgendwas verändert haben. Ja, da haben wir ja dann gleich mal kurz die wichtigsten Sachen dieses Spiels dann schon mal erschlagen, ja. Eine schöne blaue Schachtel. Die schöne blaue Schachtel. Gut, dann haben wir Flower Power, ein alter Klassiker aus der Kosmos 2er Reihe, wo man Blümchen ausgelegt hat. Das war auch dann so, dass man versucht hat, möglichst viele gleiche Blümchen großes Feld anzulegen. Und aber es gab in der Mitte gab es so eine Trennlinie. Es gab halt nur ein Spielfeld, jeder hatte seine eigene Hälfte, aber man konnte halt über die Trennlinie in das Spielfeld des Gegners mit reinbauen. Ja, ist halt ein Zweier-Plättchenspiel, das nicht ohne Grund jetzt nicht mehr wirklich lange so vorherrschend war. Paläste von Alhambra, noch ein Spiel des Jahres. Ja, ja, da kann ich immer wieder was zu sagen. Ja, sag mal was zu. Ja, das war auch eins der Spiele, die uns hier, also unsere Familie und unseren Freundeskreis sehr viel zum Spielen gebracht haben. Zum einen, weil es jedem gefallen hat, es war von jedem relativ schnell verstanden und du hast halt wieder, du baust halt so deinen eigenen Palast auf, du hast hier wieder auch den Monk, den du raushängen lassen kannst, um es besonders schön machen. Die Mauer muss gerade sein. Die Mauer muss gerade sein oder du möchtest, dass die Häuser irgendwie gleichmäßig verteilt sind und sowas alles. Und du hast ja was, wie bei vielen Queen Games, eine Trizillion Erweiterungen dafür. Ja, damals wurden sie noch nicht einzeln verkauft, sondern in Viererpacks. Genau, ich weiß nicht, wie viel gibt es davon immer? Vier oder fünf schon? Fünf. Das heißt also 20 Module. Ich habe nur das Basisspiel hier zu Hause. Ja, wir haben es hauptsächlich auch nachher mit dem Basisspiel gespielt und damals die erste Erweiterung, wobei die erste Erweiterung einen schönen Mechanismus hatte und das war dieser Visierstein, wo du quasi ins Spiel dich rein beamen konntest, sagen so, jetzt bin ich aber dran, weil es gerade gut passt. Das war eins dieser Module, das haben wir eigentlich dann nachher mit reingenommen immer. Das, aber ich glaube, das möchte ich auch nochmal spielen. Funktioniert das also heutzutage noch? Oder also man sagt ja immer, dass manche Spiele gut gealtert sind und manche eher weniger gut. Aber ich glaube, Also das Problem, das ich habe, ist, für mich ist Alhambra kein Plättchenlegespiel, weil ich kenne noch die Vorversion, die wir immer ganz oft gespielt haben, stimmt so. Wo das zentrale Element ist halt, ich nehme die Geldscheine und ich kaufe damit was. Und das, was bei Alhambra diese ganzen Plättchen sind, die man aneinander liegt, das war bestimmt so, waren das einfach nur stupide Aktien.
Und du hast einfach nur die Aktien gesammelt und vor dir geguckt, wer die meisten. Wenn du mehr bezahlt hast, kannst du ja, stimmt so. Genau, das war stimmt so, genau. Und wenn du passend bezahlt hast, hast du gleich nochmal gemacht. Und von da aus gesehen ist das zentrale Element für mich halt wirklich dieses, ich nehme Geld und ich kaufe. Und bei Alhambra haben sie halt noch das Plättchenlegespiel oben drauf gepflanzt. Und deswegen kann ich mich jetzt so noch nicht so ganz damit anfreunden, dass es ein Plättchenlegespiel ist. Mhm. War das gerade ein Mimimi? Ja, ich überlege, welches Element dort stärker ist. Das ist, geht so in die Richtung wo, von Isle of Skye, finde ich, so ein bisschen. Wo ja, auch so ja, das da kann ich jetzt die Diskussion dann auch wieder sagen, ja, das verstehe ich jetzt, was du meinst, ja. Gut. Beim nächsten Spiel weiß ich aber, ja. Da geht, beim nächsten Spiel, was jetzt hier auf der Liste steht, nämlich Keyflower, sind auch verschiedene Mechanismen, die auch dort um die, welches ist jetzt das dominante Mechanismus, welches ist jetzt der dominante? Der, ist es eher der Versteigerungsmechanismus, eher der Produktionsmechanismus oder eher der ich baue mein Landmechanismus? Also da gibt es ja auch verschiedene. Und ich glaube, Keyflower ist, glaube ich, jetzt auch schon eins der, das Komplexeste, was wir jetzt hier auf der Liste haben. Ja, würde ich schon sagen. Wobei halt Keyflower, also wobei dieser Baumechanismus wird natürlich nochmal vergrößert durch die Erweiterungen. Wenn es halt darum geht, dass du nicht nur die Plättchen mit Straßen anlegst, sondern guckst, welche, dass du hier so deine Farm hast und mit dem Handel und so. Da wird dann das Plättchenlege-Element nochmal weiter herausgekehrt. Aber ja, vom Grundspiel her könnte man diskutieren. Kompliziert ist natürlich, dass du natürlich auch die Landschaften der anderen Leute ja auch noch benutzen kannst. Also da bei Keyflower geht schon eine Menge ab. Ja. Gut, dann haben wir hier noch das wunderbare Mondo Galaxy Trecker, hatten wir schon erwähnt. Escape. Nein. Kein Plättchenlegespiel. Nein, kein. Man legt zwar Plättchen Warum? Hin, aber. Zum einen sind es keine Plättchen, sondern Platten. Nur weil sie etwas größer sind. Meine Größe also. Ja, ja aber das, es das geht ist ja. Eher, es geht da eher ums hektische Würfeln. Also ich würde das auch nicht als Plättchenlegespiel. Man legt zwar irgendwelche Plättchen irgendwo hin, aber. Genauso könntest du sagen, dann ist, weiß ich nicht, die sind auch ein Plättchenlegespiel, weil du den, die Planteile des Dungeons auslegst. Okay. Ja, nee, bei Decent werden die aber nur am Anfang einmal aufgebaut, während bei diesem Spiel ja während des Spiels immer wieder Plättchen angelegt werden müssen, weil du ja rauskriegen musst, wo muss ich denn raus? Ja, aber du hast ja keine Wahl, wo du es hinlegst. Du willst dann da irgendwie raus und dann legst du es halt dahin, wo du gerade raus willst. Das Anlegen ist ja nicht Teil des, also nicht zentrales Element, sondern du willst aus diesem Ausgang raus, da ist noch kein Teil, also legst du eins hin. Ja. Nein, kein Plättchenlegespiel. Nein. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, aber das ist auch, kann man darüber diskutieren, das ist auch gar kein Problem. Dann haben wir als nächstes auf der Liste Euphrat und Tigris. Ja, das kann man sehr wohl als Plättchenlegespiel. Also da ist halt das Problem, dass die Plättchen werden halt immer brav angelegt, man sammelt seine Siegpunkte dafür. Aber dann gibt's halt irgendwann den Konflikt, zack, und dann verschwindet die Hälfte wieder und lässt irgendwelche Ruinen übrig, wo dann die Plättchen so wild gefühlt einfach nur wild rumliegen und dann muss man wieder von vorne aufbauen. So war das damals. So war das damals. Ist Smallworld ein Plättchenlegespiel? Plättchenschiebespiel. dann haben wir Quirkel. Da kommen wir jetzt zu der Domino-Diskussion, oder? Ja, Domino und einfach genial Diskussion. Könnte man aber schon durchgehen lassen. Ja. Also, wenn uns schon mehrere Spiele dieser Richtung einfallen, dann müssten wir eigentlich sagen, das ist auch ein Plättchenlegespiel. Ja, ja, ist halt die abstrakte Variante davon einfach. Ja, nur dass es im Gegensatz zu Domino nicht zwei verschiedene Hälften hat, sondern immer nur ein Element drauf. Und Farbe, wenn man ein Form Thema will, dann nimmt man jetzt das Star Wars Quirkel und hat Darth Vader Köpfe. Finde ich einen guten Plan. Dann haben wir Dungeon Quest. Das ist so. Kenn ich nicht. Ich weiß nicht, ob das kennt ihr nicht. Also jeder startet in irgendeine Ecke und wenn man dran ist, dann zieht man halt ein Plättchen und dann muss man halt damit herumhantieren und gucken, dass man durch einen Dungeon, der zufällig gelegt wird, in die Mitte des Spielfelds kommt, dort einen Schatz einsammelt und danach wieder rauskommt. Es gibt auch noch so einen zeitlichen Faktor. Aber dabei finde ich auch so dieses, du hast ja nicht das Plättchen in der Hand und überlegst, wo du es anlegen kannst, sondern du entscheidest dich, in diese Richtung zu gehen. Und dann wird das Plättchen einfach da angelegt. Das ist ähnlich wie bei Escape. Nur ohne Würfel. Ja, du legst halt kein Plättchen. Also legst zwar ein Plättchen, aber deswegen ist es kein Plättchenlegespiel, weil es nicht das zentrale Element des Spiels ist.
Ja, das würde ich so nachvollziehen, ja. Kann ich so sagen, ja, verstehe ich. Dann haben wir Glenn Moore. Auch so eins, wo jeder von einem zentralen Plättchen so stückchenweise ausbaut. Da ist es spannend, wie man halt die Plättchen nimmt. Da gibt es nämlich dieses wunderbare Rondell. Alle stehen in einer Reihe und dann liegen da vor ganz viele Plättchen. Und der am weitesten hinten ist, der sucht sich dann eins von den Plättchen aus. Und je nachdem, wo das ist, sind dann die anderen erstmal so lange dran, bis nichts mehr hinter einem ist. Das hat er ja in Kraftwagen nochmal schön umgesetzt, wie ich finde, dort sehr schön, aber da ist es halt kein Plättchenlegespiel mehr. Und ansonsten in der Form natürlich gibt es auch andere Spiele, wo immer der hinten ist, dann dran ist. Aber in Glenn Moore, finde ich, ist das erste, wo ich es als Plättchenlegespiel anwerten würde. Dann haben wir Bubu. Da habe ich auch lange überlegt, ob das ein Plättchenlegespiel ist. Du hast ein festes Brett, auf dem du die Dinger unterbringen musst. Du solltest vielleicht nochmal sagen, dass das Burgen von Burgund gemeint ist. Ja, genau. Gibt es irgendjemand, der dazu nicht Bubu sagt? Oh, ich würde jetzt auch gerne Bubu machen. da sind halt sechseckige Plättchen und man muss halt über Würfel gucken, welche Plättchen nehme ich. Die muss ich zwischenlagern, dann darf ich sie einbauen und dann kriege ich hier eine Sonderaktion, da eine Sonderaktion, da eine Sonderaktion. Die meisten sind wieder so, ich nehme oder ich baue sind. Für mich ist das ein eindeutiges Plättchenlegespiel, auch wenn das wahrscheinlich 90% der Leute nicht als solches wahrnehmen würden. Ja, aber man nimmt es als Würfelspiel mehr wahr. Ja, wobei der Würfel sag ich mal, kontrollierbar ist, dass das nicht das zentrale Element ist. Das zentrale Element ist schon, ich muss gucken, dass ich das sinnvoll aufbaue. Ja. Dann haben wir hier Karuba. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so tief reingehen. Reden wir demnächst drüber. Genau, da machen wir noch eine Sendung, wo wir alle drei Habber-Neuheiten im Familienspielsektor vorstellen, wo ich auch ein bisschen was dazu erzählen kann, wie es zu denen kam. Kommt in auf dem Tisch Folge 6, die in, glaube ich, 3 Wochen oder so online geht. Dann haben wir aber, wenn wir von Karuba, also Take It Easy, kurz den wichtigsten Unterschied, Take It Easy ist ja einer, wie gesagt, deckt eins auf, alle anderen nehmen dasselbe, müssen irgendwo hinlegen. Bei Karuba kommt zusätzlich hinzu, dass man da verschiedene Elemente mitmachen kann. Es gibt aber auch Don Quixote. Das ist so Take It Easy umgekehrt. Es wird bestimmt, wohin gebaut wird und jeder muss dann gucken, welches Plättchen er nimmt, um dahin zu bauen. Finde ich eine sehr, sehr schöne, gelungene Variante. Leider vom Verlagsseite aus vergriffen, aber falls es irgendjemand sieht, ich empfehle das mal. Don Quixote finde ich toll. Dann haben wir, wenn wir jetzt von ganz neuen Spielen reden, haben wir dann Cornwall. Ja, habe ich nur gesehen, ist ein Plättchenlegespiel. Ist ein Plättchenlegespiel, die Plättchen, also... Wo wir bei neuen Spielen sind, hat dann das 504 auch ein Plättchenlegemechanismus? Ich glaube nicht. Ich glaube, Die Plättchen liegen alle schon aus. Nee, es gibt doch aber, wenn du da irgendwie Sachen entdeckst, naja, dann ist es ja auch wieder keine... Ja, also das Plättchenlege ist auf jeden Fall so als Modul jetzt nicht Matthias, so spiel das vorherrschend. Mal spiel mal alle durch und dann sagst du uns das. Da haben wir Hörer für. Hörer, wenn ihr irgendwie sagt, das ist ein dieses 504-Modul würde ich als Plättchenlegespiel durchgehen lassen. Lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an. info@bretterwisser.de. Sehr gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Und bei Cornwall ist, also, da vergleichen das natürlich auch schon so ein paar Leute mit Carcassonne, weil Plättchen werden aneinandergelegt und man wertet Gebiete. Nur bei Cornwall sind die Plättchen irgendwie gefühlt, das sind so wie 3 Sechsecke aneinander zusammengeklebt. Und die haben so Haken. Ja, genau, die verhaken aneinander, sodass das Spielfeld nicht verrutscht, was ich total cool finde. Clever gemacht, ja. Und da ist es aber so, dass wenn ein Gebiet gewertet wird, dann geht der Typ nicht wieder zurück zu dir, sondern geht erstmal in die Kneipe einsaufen, dann musst du erstmal seinen Bierdeckel bezahlen, damit du ihn wiederkriegst. Dann haben wir, es gibt noch Hojuk, sag dazu lieber nichts weiter. Also, das war einfach, es gibt Spiele, die sind so schlecht, zu denen möchte ich nichts weiter sagen. Okay. Kommen wir zu Manhattan Traffic. Du wolltest uns über schlechte Spiele nichts sagen. Ja, also Hojuk ist wirklich schlecht. Manhattan Traffic war nicht mein Fall. Das ist so, man baut halt Manhattan auf, man legt halt farblich aneinander passend an und dann immer wenn 4 Plättchen so zusammenliegen, dann gibt's da einen Schnittpunkt, wo man ein Fahrzeug hinlegen muss und man muss als erstes alle Fahrzeuge gebaut haben. Klingt erstmal total spannend. Dann ist leider das Problem, dass natürlich, wenn in einer Straße mehrere Fahrzeuge von verschiedenen Spielern sind, dass ein Spieler die anderen verdrängt. Und auf diese Weise natürlich dann ihre wieder zurücknehmen mussten, was wieder so nervig ist. Und
wenn er das richtig aufbaut und man nicht die richtigen Plättchen nachzieht, dann muss man gucken, dass man überhaupt noch reinkommt. Das hat keinen wirklichen Aufholmechanismus, hat uns irgendwie nicht zugesagt. Mhm. Gibt's aber. Dann, was wir letzter Zeit öfter gespielt haben, eine Neuheit, Steamworks, da sind wir wieder beim Dampfthema, da musst du Maschinen bauen aus Plättchen. Du hast halt Plättchen, die Energie erzeugen, und zwar entweder mechanische Energie oder Dampfenergie oder elektrische Energie. Und dann hast du Maschinenteile, die diese Energie brauchen, um irgendwelche Aktionen zu machen. Und du machst durch Aktionen, baust du diese verschiedenen Elemente zusammen und dann sagst du als Aktion zum Beispiel, geh auf diese Maschine, werf die an und dann aktivierst du alle daneben liegenden Aktionsplättchen und kannst damit Maschinen erweitern und neue Plättchen nehmen und dieses, jenes. Das ist definitiv ein Plättchenlegespiel von vornherein. Das ist aber, ja. Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich so als vorherrschend nehmen kann. Also das Spielfeld ist am Ende voll mit ganz vielen Maschinen, ganz vielen Plättchen, die dann irgendwie dann dabei sind. Und jetzt kommt wieder was ich nicht kenne. Das Verflixte. Das kennst du. Das sind so Spiele, wo du kaufst so ein Päckchen, da sind 9 Platten drin, wo immer so halbe Sachen drauf sind. Und die musst du zu einem Quadrat auslegen. Und meistens gibt es nur 1 oder 2 Lösungen dafür. Ach, so diese, die so Schattenbilder nachher ergeben, ne? Ja, ja, so das verflixte Hundespiel oder ähnliche Sachen, wo du dann wirklich so einen Terrier hast vorne hinten und eine Bulldogge vorne hinten und ich weiß nicht was alles. Meistens mit irgendwelchen comicartigen Motiven. Ja, ja, jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Plättchenlegespiel ist. Das ist auf jeden Fall so eine Art Puzzlespiel. Puzzle. Wo man die halt aneinander legen muss, aber es gibt halt Regeln dazu. Und ich habe auch jetzt gesehen, bei Heimspiele gibt's das auch mit 10 Plättchen. Und du weißt nicht, welches der Plättchen ist das falsche. Ach du je. Genau, das gibt's auch. Dann hat meine Frau mir noch heute früh reingeschmissen, Tanz der Hornochsen. Wir kennen ja alle 6 Nimmt. 6 Nimmt ist ja auch ein tolles Spiel. Das gab's auch als Brettspiel für 8 Spieler, wo du einfach die Plättchen wild gezogen hast und dann immer verschiedene lange Reihen gewann. Das waren halt nicht immer 6, sondern die aktuelle Reihe war dann zum Beispiel so, wo nur 4 sind oder wo 8 sind und wo bestimmte Felder dazwischen noch irgendwie Boni oder Mali gegeben haben, wie, hey, jetzt kriege ich mal Pluspunkte statt Minuspunkte und hier kann ich auch noch ein zusätzliches Plättchen anlegen oder hier muss gleich noch eine Reihe weitergegangen werden. War eigentlich, finde ich, eine richtig, richtig coole Version von 6 Nimmt, die leider bei Amigo nicht mehr geführt wird. Traurigerweise. dann haben wir Glasstraße. Da könnten wir jetzt schon wieder drüber diskutieren. Fällt bei mir jetzt nicht das erste, oh, das ist ein Plättchenlegespiel ein. Wobei es halt um Plättchen geht, die wir auch wie bei Isle of Skye uns irgendwie halt besorgen. Wir brauchen halt auch noch dazu Ressourcen und dann bauen wir diese Plättchen halt in unser Spielfeld ein. Ah. Und da müssen wir sie halt so legen, da gibt's natürlich dann irgendwelche, die irgendwie Boni dafür geben, dass sie in bestimmten Stellen liegen und so. Aber ja, ist wahrscheinlich wieder nicht vorherrschend. Es passiert einfach so viel drumherum. Genau. Also der Kartenmechanismus ist definitiv vorherrschender und dieses Rondell oder ja. Urmechanik oder so für die Ressourcen, das ist definitiv. Dann kommen wir zu, so viele sind's gar nicht mehr, Mystery Motive for Murder. Ah, das sagt mir gar nichts. Das war so eins, da bin ich bei Rade drüber gestolpert. Es ist ein Plättchenlegespiel, wo wir, es gibt einen Mord, wir wissen, wer der Mörder ist, wir wissen, wer das Opfer ist. Nein, wir wissen nicht, wer der Mörder ist, wir wissen, wer das Opfer ist. Und wir müssen rauskriegen, wer der Mörder ist, aufgrund des Motivs. Wer hat welches Motiv gehabt? Und das als Plättchenlegespiel. Und das ist tatsächlich ein Plättchenlegespiel. Also jeder Spieler hat 3 Plättchen auf der Hand, da sind Personen drauf. Und die haben mit Pfeilen Beziehungen zu allen 4 Seiten, wie zum Beispiel ist verliebt in oder hasst seinen Beruf oder ähnliche Sachen. Und das ist dann so mit blauen und roten Pfeilen und gewissen Stärken. Und die werden dann nämlich um diesen Toten herum angelegt. Mhm. Und je nachdem, wie diese Beziehungen untereinander sind, also wenn der zum, also die, die direkt anliegen, die haben natürlich dann so ein ich habe einen Hass auf den oder ich mochte den eigentlich, was dann für oder gegen spricht. Und wenn dann also schon eine zweite Beziehung ist so,
ich mochte den, aber hasste das Opfer und deswegen hatte ich auch ein Motiv. Da kann man halt dann entsprechend versuchen, so rauszukriegen und dabei Punkte sammeln. Ist bei uns beim ersten Spiel nochmal abgebrochen. Das hat gar nicht funktioniert. Müssten wir vielleicht nochmal gucken, weil das irgendwie, also die Regeln waren relativ einfach, aber das wirkte so stupide aufgemacht. Die Grafik ist auch nicht wirklich hilfreich. Ganz merkwürdiges Spiel. Aber es zeigt, dass man mit Plättchenlegespielen noch mal was anderes machen kann, als einfach nur Landschaften legen, nämlich zum Beispiel Beziehungen darstellen. Ja, ich wollte gerade sagen, also es hat jetzt nicht diesen Aufbaucharakter, wie viele andere Plättchenlegespiele, dass du was aufbaust bei dir oder zusammen. Du baust halt ein Gestrüpp von Beziehungen auf. Ja. Und keine Landschaft. Schwierig. Sehr schwierig. Vielleicht hat das ja irgendeiner von unseren Hörern noch gespielt und kann sagen, was ich falsch gemacht oder falsch gedacht habe und weswegen ich das auf jeden Fall nochmal genauer angucken müsste. Das hieß Mystery, Motive for Murder, das ist von Mayfair Games. Ich glaube nicht, dass das auf Deutsch rauskommen wird. Es war jetzt auf Anhieb nicht so der Hit. Mhm. Dann haben wir noch ein Spiel, das kommt erst 2016 raus bei Asmodee. Das heißt Four Gods, also vier Götter. Und das ist so ein bisschen so wie Mondo. Es gibt halt so ein beschränktes Spielfeld. Also so ein Spielfeld rum, das ist so wie der Rahmen. Und in dem Rahmen bauen wir die Plättchen rein. Jeder zieht aus dem Beutel Plättchen, die sind beidseitig bedruckt. Und die müssen wir halt anlegen, aber wir können halt nur von Ecken ausgehen. Also man kann immer nur anlegen, wo links und wo man mindestens an zwei Kanten anlegt. Mhm. Und da legt man halt verschiedene Landschaften an. Und im Spiel kann dann halt, da spielen aber alle vier Spieler gleichzeitig, also es ist komplett simultan. Und irgendwann sagt dann immer einer so, Sekunde, ich nehme jetzt diesen Gott. Und dann sagt er, ich bin der Gott des Sees oder der Gott der Gebirge oder sowas. Und dann sagt er so, hier, da das ist mein Gebiet. Und bei bestimmten Gebieten, wenn da zum Beispiel nichts dazwischen gelegt werden kann, dann kann man da auch Städte bauen. Dann werden da so Holzscheiben dazwischen gelegt. Und diese Städte können aber auch wieder eingerissen werden. Da gibt es auch ein sehr schönes Video vom BGG, wo sie das also vorgestellt haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, müsste ich selber spielen, macht mich vom Video her aber erstmal nicht an. Aber obwohl es natürlich ein reines Plättchenlegespiel ist und schönes quadratisches Feld und keiner kann da ausscheren und so. Und es klingt auch verwirrend und die Bilder sehen auch verwirrend aus. Also die zwei, die es da gibt. Ja, genau. Es ist eigentlich schnell erklärt, aber es ist so, Sag mal so, es ist ja gut, dass die Leute, oder es immer noch Leute gibt oder Autoren gibt, die mit dem Mechanismus was Neues versuchen, wie mit dem Mystery und mit jetzt so in dem Sinne, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber es ist ja gut, dass man nicht sagt, oh ja, wir bauen hier wirklich ein zweites oder das 100. Carcassonne nach, wo wir Plättchen in eine Landschaft aufbauen. Wenn man halt mal wirklich was anderes probiert an der Stelle, das ist ja auch alle Ehren wert. Das ist definitiv auch so. Finde ich auch an der Stelle sehr, sehr lobenswert. Und falls es nicht gut geworden ist, kann ja vielleicht ein anderer Autor das aufgreifen und versuchen, was Besseres draus zu machen. Genau. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wenn es nicht funktioniert, ist ja keine Schande. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Grenzfälle, die ich gerne diskutieren möchte. Fangen wir ganz, ganz vorne an mit dem Plättchen-Nehme-Spiel schlechthin. Memory. Nein. Doch. Ich finde, das ist kein Plättchen-Legespiel. Es ist ein Plättchen-Nehme-Spiel. Die Plättchen werden schön brav ordentlich ausgelegt am Anfang des Spiels und danach nehmen wir sie stückchenweise wieder weg. Könnte man darüber diskutieren, können wir sehr lange tun. Wir wollen die Sendung nicht zu lange machen. Wenn unsere Hörer der Meinung sind, Memory ja oder nein, lasst es uns wissen. Gerne auch schöne Argumente. Weil ich bin der Meinung, man musste es auf jeden Fall erwähnen, so wie man auch Scrabble erwähnen musste, auch wenn es, finde ich, nicht wirklich ein Plättchen-Legespiel sein sollte. Es sind Plättchen und man nimmt sie, deswegen ist ein Plättchen-Nehmespiel und da gab es ja schon so Sachen, man nimmt sie, man legt sie, man legt sie, man nimmt sie und hier ist halt nur Leben und diskussionswürdig. Genau. Das ist auch das nächste Spiel, Verrücktes Labyrinth. Definitiv nein. Also das würde ich noch nicht mal diskussionswürdig finden, weil du nimmst ja noch nicht mal was, also natürlich bewegst du mal ein Plättchen. Ja, du nimmst das Plättchen, du legst es an einer Seite an und schiebst es ins Spielfeld. Ja, nein, das ist kein Plättchen-Legespiel. Es ist aber ein Schiebespiel oder. Aber die Plättchen liegen schön brav, ordentlich als eines Spielfeld aus. Sie sind monkmäßig wunderbar aneinandergereiht.
Also für mich ist da schon eine Menge. Ja, aber das habe ich auch bei irgendwelchen Dungeon Crawlern gegebenenfalls. Das habe ich bei Hero Quest oder sonstiges. Oh, da liegen sie auch. Der Vergleich hinkt aber gewaltig. Ja, aber da liegen Plättchen rum. Nein, das ist kein Plättchen-Legespiel. Okay. Also, sei denn unsere Hörerschaft sieht das auch wieder anders, aber grundsätzlich nein. Wie sieht's denn mit Spielen aus wie Zoloretto? An sich, ich meine, man zieht ein Plättchen, man legt es in irgendeinen Wagen und nachher nimmt man die Wagen und legt die bei sich aufs Spielfeld. Aber ist das ein Aufbauspiel? Ist das? Ja, ich würde mal sagen, die Plättchen könnten ja auch irgendwelche runden Marker sein. Also da ist jetzt die Form ja auch nicht entscheidend. Die Form ist nicht entscheidend, genau. Sie werden auf dem einen, ist auch nicht wichtig, wie sie ausliegen. Es sind halt Plättchen, aber. Deswegen würde ich zum Beispiel auch bei Memory sagen, da ist die Form, das könnten alles, wenn Sie so sagen, sie alle die gleiche Form haben, könnten Sterne sein. Gibt's bestimmt auch. Mit Memory, ich muss ja nicht aneinander legen. Okay. Also, wir sind der Meinung, Zoloretto nicht. Nein. Attika? Kann ich nichts zu sagen. Bei Attika ist es so, dass du halt ein Spielfeld hast, wo du die Plättchen in einer Reihe anlegen musst, um damit zwei Monumente, die in den verschiedenen Ecken sind, zu verbinden. Oder du musst alle Plättchen einfach nur aufs Spielfeld gebracht haben. Und die sind halt rund, die legst du halt auf diese sechseckigen Felder, dazu musst du zum Teil noch bezahlen. Würde auf der einen Seite natürlich viele Elemente beinhalten von Spielen, die wir als Plättchenlegespiele genannt haben. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch wieder so, das müsste jetzt keine Plättchen sein und es ist jetzt auch nicht entscheidend, wie ich sie anlege oder so. Deswegen finde ich ihn Grenzfall und wahrscheinlich nicht. Ja. Genauso wie Chinatown. Das ist auch so, ja, ich bekomme ein paar Parzellen zugewiesen und das wichtigste Element bei Chinatown ist eigentlich eher die Diskussion in der Mitte der Runde, so, ich tausche jetzt diese Parzelle gegen dieses oder dieses Gebäude gegen dieses, bevor ich am Ende dann wieder irgendwelche Geschäfte eröffne in irgendwelchen Parzellen. Ein letztes noch, Eselsbrücke. Hab ich nie gespielt. Man hat halt ganz viele Plättchen, auf denen Elemente drauf sind. Man zieht die, man legt die vor sich aus, erzählt dazu eine Geschichte und dann werden sie wieder verdeckt. Also ich meine, wenn wir sagen, Zoloretto ist kein Plättchenlegespiel, dann ist eigentlich Eselsbrücke auch kein Plättchenlegespiel. Aber wie gesagt, ich denke, bei den Legespielen ist für mich immer dieses Aufbauen oder dieses Erschaffen von irgendwas. Aber das haben wir bei Zoloretto. Wir erschaffen ein Zoo mit Tieren drin. Aber wie gesagt, das könnten auch Tiermiepel sein. Das ist, ja, wäre dann nicht mehr so einfach blind zu ziehen, aber ja. Ja. Oh ja. Das könnten runde Steine sein mit Grafiken drauf oder sonstiges. Das ist halt zufällig ein Plättchen geworden, weil es wahrscheinlich einfach herzustellen ist. Aber da sind wir jetzt auch wieder bei Go. Ist Go ein Plättchenlegespiel, auch wenn es eigentlich runde Steinchen sind? Nee, würde ich jetzt nicht so. Da baust du aber definitiv was auf. Ja, aber das ist so ein abstraktes Spiel, dass du da natürlich sagen kannst, oh, das ist ein Aufbauspiel. Das ist ein Aufbauspiel. Also es ist schwierig bei vielen Sachen, aber... Also ihr seht, wir haben ganz, ganz viele Plättchenlegespiele gefunden, die wir total toll finden, die verschiedene Elemente beleuchten und die immer noch ein kleines bisschen anders sind als andere Plättchenlegespiele. Und wir haben halt auch einige Grenzfälle zum Diskutieren und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir diese Diskussion vielleicht weiter fortsetzen könnten in den Kommentaren, wo die Leute uns dann sagen, hey, aber dieses und jenes und wie konntet ihr folgendes Plättchenlegespiel vergessen? Ihr habt so viele erwähnt. Da kann man doch das auch noch erwähnen. Genau. Und das mit den Kommentaren klappt ja mittlerweile ganz gut. Ja. Also wir haben bei vielen Episoden auch Fragen, die wir dann während der Folge gestellt haben, Antworten bekommen. Das finden wir sehr schön, freut uns, dass wir Leute anregen oder animieren können, da uns was zu schreiben, ihre Meinung zu schreiben. Davon gerne immer mehr. Genauso wie Kommentare auf iTunes. Kommentar auf iTunes, gebt uns auch ruhig Bewertungen. Da sind wir inzwischen deutlich weit nach oben gestiegen, was uns sehr freut. Die Tagebuchsendungen haben da scheinbar sehr positiv geholfen. Aber wie das so ist bei iTunes, wir haben nie genug. Wir sind da sehr, sehr fordernd. Wir wollen mehr. Ja, und wenn es nachlassen sollte, sind wir auch ganz schnell wieder unten. Ich weiß nicht, oder ich glaube, niemand weiß tatsächlich, wie diese iTunes-Charts da funktionieren, dass man ein bisschen mehr an Popularität bekommt.
Ich habe jetzt letztlich gelesen, das hat was zu tun mit den Abonnenten, wie viel Neuabonnenten man in einer gewissen Zeit hat. Da frage ich mich immer, wie kriegt iTunes das mit? Sind das nur die Leute, die über iTunes das dann hören? Ich weiß es nicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Müsste man mal gucken. Aber es hilft auf jeden Fall, oder es schadet auf jeden Fall nicht, uns da zu bewerten oder auch den einen oder anderen Kommentar zu hinterlassen. Dann machen wir jetzt eine Schleife drum, ja? Genau. War jetzt ja und hören uns eine lange Liste nächste Woche. Lange Sendung. Genau. Was wollten wir denn sagen? Nächste Woche, was haben wir nächste Woche? Nächste Woche haben wir theoretisch eine Kindersendung wieder. Theoretisch eine Kindersendung? Gut, dann haben wir nächste Woche eine Kindersendung. Juhu. Und danach in zwei Wochen nächste Patreon-Gast. Mit einem spannenden Thema zum Rollenspiel-Thema. Wo wir schon wieder nichts sagen können, René. Nee, du ja wahrscheinlich schon, ich nicht. Ich schon, also ich kann da. Aber hallo. Aber hallo, das wird schön, da muss ich nicht alleine reden. Und auch unser Gast nicht alleine reden. Ja. Dann sagen wir sollen ja zu Wort kommen lassen. Genau. Ja, das schaffen wir. Dann sagen wir an dieser Stelle wieder Tschüss.